Bei welchem Teil waren wir, Pen and Paper? Ich glaube, wir waren irgendwie so Teil 5 oder so, ne? Hauke kam gerade angerannt von der Toilette, er hat sich nicht die Hände gewaschen. Ich hatte keine Zeit, danke. Ich nehme keine Karten von dir. Ja, alle brüllen mich durchs Klo an. Hauke, 30, 20! Durch die Klotür, nicht durch die Klo, ja. Und wieder, wir nutzen die Pause erneut, um einfach mal selber in Ruhe die Tweets durchzulesen. Ihr seid. Ich habe mir übrigens natürlich die Hände gewaschen. Das ist auch so ein Ekel-Joke. Der Hammer, Leute. Expliziter Gruß und gerne könnt ihr auch Pavian Döhler weiter Nachrichten ja. schreiben, bitte. Ja, er möge bitte seinen Twitter-Namen ändern. Pavian Döhler, er hat offensichtlich verschrieben bei Twitter. Ja. So, Entschuldigung, zurück in unsere Welt. Ja, ich sehe die Umfrage noch nicht. Hat da jemand mal ein Ergebnis für mich? Nein. Ja. Wie nein? Da gibt es gerade irgendwie technische Probleme oder was? Ja. Dann nutzen wir unsere gesamten Storytelling-technischen Super. Das übrigens ist was, das ich mir zum Glück über die Zeit abgewöhnt habe. Wenn was schief läuft, ist so das Räudigste, was du machen kannst, vor der Kamera die Leute off-camera vorführen. Deswegen sollte man auch nicht on-camera so eine Frage stellen. Also, ist die Umfrage fertig? Fast immer, wenn ihr mich jetzt fragen hört in den modernen Sendungen, ist die Umfrage fertig, dann weiß ich schon, dass die fertig ist. Ich frage nur, damit das dann so aussieht, als wäre die Regie besonders gut vorbereitet. So, ist die schon fertig? Und auch noch, genau, wie nein? Das ist auch so eine geile Antwort, wie nein? Richtiger Rotzkopf. Ist die Umfrage fertig? Nein. Wie nein? Wenn seine Hoheit Hauke der Erste fragt, da ist die Umfrage fertig. Oh, der lecker, der auch, der keine Hage dann. Oh. Super Weisheiten. Und? Was war denn nochmal? Meint ihr, dass ich gerade warte? Was war nochmal die Auswahl? Ich kann sie jetzt erst teilen. Bunker und Arcade-Halle. Er kann sie jetzt erst teilen. Ja, dann lass uns das jetzt noch frei machen. Schnell. Ja. Dann gehen wir nochmal ganz kurz auf die. Genau, machen wir. Genau. Und wir können ja einen Timer festsetzen und dann haben sie 60 Sekunden Zeit. Fertig. Ist doch geil, ja. Ja. Gut, in der dann hau die mal raus, dann zeigen wir die. In der Zwischenzeit machen wir ein kleines Erinnerungsding für die Kuh und den armen Händler, der dran glauben musste. Ja. Schweigeminute die oder Kuh was? Haben wir hier auch. Nee, nicht Schweigeminute, also. Sondern wir können ja ein bisschen reden, wie die schöne Zeit mit ihnen war. Ja. Wisst ihr noch, als die Kuh euch traurig angeguckt hat und bitte nicht gesagt hat? Wie traurig die auch guckt. Oh, das stimmt, die haben ja die Kuh umgebracht. Ja, ich erinnere mich. Und ich habe ihr zurücksignalisiert, keine Sorge, da war sie aber schon tot. Weil es war nur noch ihr Kopf, der mir zugeblinzelt hat. Der arme Händler, ich meine, der war halt echt freundlich so, bevor du ihm halt echt... Wo war der denn freundlich? Nur weil du Fressbrett mit Kies paniert hast. Sie haben diesen Menschen völlig ohne Grund umgebracht. Und das nicht ihr Hobby, Röders Hobby. Der ist auf jeden Fall krasse Agro-Tunes. Was hast du auf Intrigantentum? Wie viel Punkte? Weniger als Gier bei dir. Aber die Umfrage läuft jetzt, oder was? Du gierst hier. Es tut sich auf jeden Fall... Okay, cool. Ich möchte nur noch mal festhalten, dass wir, um die Kuh mitzunehmen, haben wir ungefähr 15 Nahrungskarten geopfert und haben 5 oder so zurückgekriegt. Yes, vielleicht hätten wir das mit den Waffen machen aber sollen. Aber auch, weil ihr euch natürlich richtig den Wanst vollgeschlagen habt. Also eigentlich erwarte ich jetzt eigentlich gerade, dass ihr alle wieder Lebensenergie und geistige Gesundheit voll habt. Es gibt eine einfache Möglichkeit, das rauszufinden. Natürlich ist dann Bein, aber springen. Ja. Kann ich klettern? Fühlst du dich zumindest so fit, dass du klettern kurz kannst? Mit jetzt Sparring schwierig, oder? Obwohl, ich bin im Kampfsport auch nicht schlecht. Ja, tanzt. Das war halt auch nicht schlau gemacht. Das war halt wirklich von mir einfach zu hart. Viel zu wenig Erfolg, also haben sie viel zu wenig Vorteil durch das Schlachten dieser Kuh gehabt. So hätte man echt besser machen können. Ist doch einfach. Warum müsst ihr euch immer prügeln? Ich nicht, wo ist jetzt die Abstimmung? Wobei, nee, prügelt euch. Ich verteidige mich doch nur. Wo ist denn die Abstimmung? Immer noch geflackert? Das ist eine völlig andere Kamera. Das ist einfach faktisch nicht möglich, dass die das gleiche Geflacker hat. Die kann schon auch flackern, aber es kann nicht das gleiche Geflacker sein. Ja, sonst haben wir mehr Zeit. Jetzt können wir die mal. Achso, wir arbeiten dran. Achso. Ja, wir können ja auch einfach würfeln. Ja. An der Stelle auch warten. Pass auf. Oh, da ist sie. Achso, sonst hätte ich es jetzt nämlich über. Oh! Okay, dann starte ich den Timer von einer Minute jetzt und so lange habt ihr noch Zeit zu entscheiden. Ist ja Kopf an Kopf rennen. Zwischen einem Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg oder der Arcade oder der Spielhalle. Dem Arcade Center. Das Ding bei der Spielhalle, viele denken, oh geil, Arcade-Kram. Du darfst nicht beeinflussen. Wieso darf er natürlich? Ich wollte nur sagen, dass.
Das ist die Beantwortung. Doch, kannst du auch für das andere ausgehen, okay, dass da Strom ist. Ja, weil das ist nun mal die Apokalypse, Leute. Außer natürlich, die haben einen Notstromgenerator für den Fall, dass alles ausfällt und Leute dringend spielen wollen. Vielleicht kannst du das Benzin, vielleicht kannst du Pfeile ja, aus dem Raketenautomaten basteln. Tatsächlich wird da viel improvisiert. Naja, wir haben ja den Benzinkanister, das heißt, wir brauchen einen Generator und dann können wir mit der Heizplatte, was wollen wir dann eigentlich damit machen? Ich weiß gar nicht mehr genau, wo sie da eigentlich hinkommen. Was ist denn das für ein Handy? Ein iPhone 0,2? Heizplatte? Ja. So, Leute, ihr habt noch knapp 20 Sekunden Zeit für den Vote. 10.000, knapp 10.000 Votes sind es. Okay, wir gehen gleich auf den Vote ein, denn als ihr an diesem Wegweiser steht, erscheinen plötzlich zwei Gestalten mit verhältnismäßig gut bearbeiteten Rohren bewaffnet. Ja, gut, ja. Oh Gott, es sind Metallrohre in ihren Händen als Waffen. Ah, es ist Nummer 1. Wie angepisst ich da auch bin. Ich bin voll der Assi. Übrigens, wollte ich nur sagen. Also. Geht immer Peniswitze. Da sind sie fix mit dem Bauchbinden, ne? Okay, es wird ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, ey, Peniswitze ist die Regie really auf Zack. Da kannst gar nicht gucken, wie schnell die das Ding reinholt. Das ist die ganze Zeit schon auf Taste 1 bis 10. Ja. Yes, endlich! Ja, okay, endlich. Aber pass auf. Und die nähern sich euch. Und die scheinen keineswegs freundlich gesinnt zu sein. Also es kommen zwei Typen mit Rohren bewaffnet. Eine Frau und ein Mann. Beide sind aber definitiv ganz kurz kräftig. Stanley Bolts. Da war Hannes in der Regie, ja, bin ich mir ziemlich sicher. Ist kräftiger als du. Rollt kurz gelangweilt die Augen. Mach. Ich zücke meine Schrotflinte, die übrigens Sarah Jane heißt. Okay. Und hab die mal so ganz leger. Okay. No, einfach nur mal so. Ey, ihr zwei, vier Lappen! Sie besoffen. Was ist mit unserem Kumpelpaar? Und als er den Satz zu Ende sprechen will, springt plötzlich der Pavian von oben auf die beiden runter und zermatscht ihre Birnen bis zur Unkenntlichkeit. Ich lauf schnell hin und loot. Und schlägt halt wirklich ohne Ende auf die beiden ein und es spritzt eigentlich nur noch Blut rum und ihr seid definitiv schockiert. Naja, Moment. Wartet mir mal, wir sind nicht alle schockiert. Belastbarkeit, ja. Ja, ich wollte gerade sagen. Wie viel mentale Belastbarkeit hast du? 100, wo steht das? 10. Wie viel habt ihr? Ich habe auch erwartet. Ich loot die. Was haben die dabei? 100. 11. Nein, mentale Belastbarkeit. Hat jemand gesagt, ich laufe schnell hin und loote die? Moment. Wartet mir mal, wir sind nicht alle schockiert. Definitiv schockiert. Naja, Moment. Was ist eigentlich nur noch und schlägt halt wirklich ohne Ende auf die beiden ein und es spritzt eigentlich nur noch Blut rum und ihr seid definitiv schockiert. Naja, Moment. Wartet mir mal, wir sind Blut. Bären bis zur Unkenntlichkeit. Ich lauf schnell hin und loot. Das hat er ja wirklich als allererstes gesagt. Das ist mir nicht mal aufgefallen. Denen ist ja einfach alles scheißegal in dieser Welt. Auch mit welcher Ruhe. Völlig casual, sofort klar. Und zermatscht ihre Birnen bis zur Unkenntlichkeit. Lauf schnell hin und loot. Er lässt mich nicht mal ausreden, weil das so wichtig ist, das sofort klarzustellen. Das habe ich auch wirklich zu schlecht gemacht, dass ich das belohnt habe, wer zuerst lootet. Und schlägt halt wirklich ohne Ende auf die beiden ein und es spritzt eigentlich nur noch Blut rum und ihr seid definitiv schockiert. Naja, Moment. Wartet mir mal, wir sind nicht alle schockiert. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind nicht alle schockiert. 100, wo steht Moment, das? Moment. Ey, ich bin nicht schockiert. Nein, mentale Belastbarkeit. Auf der ersten Seite ist es. Guck mal, da hinten der Monitor ist das Video ausgegangen. Man sieht da hinten die Werbung im Browser. Durch das Fenster, wo eigentlich das Feuer laufen soll. Ich glaube auch ehrlich gesagt, da stand wirklich ein Laptop, der das abspielt. Da hatten wir alles noch nicht so wie Monitore sinnvoll angeschlossen und so. Ich habe 10. Und du hattest 11 und du hattest 10. Okay. Oh, nee, doch, ihr könnt das alle ganz gut verarbeiten auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall ein heftiger Anblick. Schön findet ihr es gerade nicht, wie der die in, wirklich ins Nirvana matscht. Ich würde eher sagen, also meine Reaktion wäre eher Respekt zollend dem Affen gegenüber, nach Motto als Meister. Als er sein Werk scheinbar vollendet hat, rennt er davon. Also ich finde es sensationell von dem Affen. Ich wollte nur mal... Aber ich würde ihn trotzdem jetzt looten wollen. Ich gehe rüber zu dem Mann und nehme schon mal das Eisenrohr an mich und gucke, was er noch bei sich trägt. Ey, das geht auch nicht, hab ich auch gerade gesagt.
Nein, aber gesagt, du hast den Pavian gemeint. Du bist leider in diese Ich-loote-die-Sache verfallen. Und Ich-loote-die ist keine klare Ansage. Das machst du jetzt extra, um mich zu manipulieren. Nein, du kannst sagen, ich loote die Frau. Die ist noch frei. Ja, dann loote ich die Frau. Alles klar. Die hat ja wohl hoffentlich... Bei der schon Stanley Port steht und sie lootet. Das ist auch so geil. Da war ich auch einfach noch nicht gut darin, damit umzugehen. Ich hätte da halt einfach, würde ich sagen sollen, als er geschrien hat, ich renne da hin und loote die. Okay, der Affe schnappt sich dich und prügelt dich zu Brei. So, du verlierst 50% deiner Lebenspunkte. So. Nein, loote ruhig. Nein, mit Terror. Dankeschön. Hat die Frau noch was anderes dabei? Irgendwie Pumps oder ja, so? Ja, sie hat normale Kleidung an, aber es scheint nichts Sinnvolles dabei zu sein. Da ist auch, ich habe es halt auch nicht geschafft, denen zu suggerieren, dass der Tod anderer Menschen vielleicht mehr Auswirkungen auf sie haben sollte, ne? Es ist wirklich so, ja, ich loote die. Okay, kann ich die Klamotten noch looten? Wie lang sind die Haare von der? Na gut. Was ist echt 2W6 plus 4, hatte ich auch geschrieben, ne? Ja, Hocke hast du gemacht. Okay. Das war's. Jetzt liegen da zwei völlig zermatschte Leichen. Warte mal, für das Rohr 2W6 plus 4. Hier steht noch 2W6 plus 3. Da mach ich jetzt 4 draus. Ey, was ist denn, wenn das der besessene Pavian war? Also wenn wir den Falschen im Rucksack haben. Also nein, wenn wir den Falschen freigelassen haben und der mit den blutrot unterlaufenden Augen ist in Wahrheit noch der Gesunde. Das habe ich vor einer Stunde während ihr euch unterhaltet, ja, hört da ihr, ich doch nicht zugehört. Dass aus der Richtung... Zugang. Also ich habe der Wegweiser mit der Aufschrist Arcade-Halle weist, sich scheinbar Trauernde nähern. Ihr hört halt so ein typisches... Ich denke, wir gehen in den Bunker. Flimmern. Ja, exakt. Meinst du? Ach so, die kommen aus der Richtung. Die Idee, dass ich euch da hinschreibe. Ja, da müssen wir wohl die andere Richtung einschlagen. Nein, wir kämpfen uns durch zur Arcade-Halle. Ja, finde ich auch gut. Ich habe zufälligerweise ein Bleirohr dabei. Und einen Bogen. Und einen Bogen, mit dem ich das Bleirohr verschieße. Vielleicht kannst du da noch die Dartpfeile vorne dran kleben. Die sind auch so fiese Fürze, ne? Jetzt fängt, glaube ich, diese Zeit an, in der ihnen klar wird, dass sie sich gegen mich zusammenrotten können. Dass sie halt einfach auch so, immer wenn ihnen irgendwas nicht passt, ja, der tolle Spielleiter, das möchte er wohl nicht, so. Das ist, glaube ich, so eine Zeit, so von dem nächsten Teil bis zum Ende von Tears ist das so ein Ding, dass konstant, wenn ihnen irgendwas nicht passt, einfach, es heißt, ja, dann, ne, das ist halt der Spielleiter verkackt. Ich habe Klebeband, Geronimo. Ich auch, vielen Dank. Gib mir dein Klebeband. Also, ihr seht die Trauernden mittlerweile. Das war ja auch nur ein Spaß, denn Stanley Balls hat einen sehr ausgeprägten Humor. Müsste man mentaler Zustand... Die haben mentalen Zustand. Es gibt mentale Belastbarkeit und mentale Gesundheit. Es gibt beide Werte. Mentale Belastbarkeit ist einfach ein Stat, so wie Stärke oder so. Und mentale Gesundheit ist wie Lebenspunkte. Sie spielen das halt nur nicht aus, so, ne? Also, da sind sie halt einfach auch noch nicht erfahren genug, dass wenn ihre mentale Gesundheit runtergegangen ist, war ihnen das einfach egal. So. Und deshalb gehen wir jetzt natürlich zum Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich frage nochmal nach, der Mann hatte wirklich nur das Bleirohr bei sich, nichts anderes? Ja, und noch eine Waffe. Nein, nichts anderes. Er funktioniert besser, wenn du nicht Bleirohr, sondern nur Rohr sagst. Manchmal hat es funktioniert, mein Freund. Ja. Im Bunker befindet sich übrigens schon Simon Kretschmer aus der Sendung Game One. Seit über 2 Monaten hat er diesen Bunker längst entdeckt und für sich einen Laserturm gebaut. Raus aus Norwegen! Wartet, bis ihr in die Richtung kommt, in die Nähe. Wartet, ab Minen. Also, ihr geht in die Richtung des Bunkers. In die Richtung, ja. Auf dem steht natürlich der Jouan-Bunker, was weiß ich. Weil können eigentlich die Leute sich mal ausdenken. Schreibt mal ein paar gute Vorschläge, wie der Bunker heißt. Wenn ihr euch das schon ausdenkt, könnt ihr so bis zu Ende Olaf ausdenken. So ist es nämlich aus. So. Ein Bunker namens Olaf. Auf dem Weg dorthin kommt euch ein Fremder entgegen. Mal wieder. Alter, Geronimo. Ganz cool bleiben. Als er euch sieht, bleibt er erstmal stehen. Hoffentlich hat er keine Pfeile. Macht auf euch keinen super bedrohlichen Eindruck zunächst. Ja. Also er bleibt wirklich stehen und ist erstmal so, okay, er ist eher erschrocken, weil ihm 4 Leute gegenüberstehen. Ihr seid aber schon noch in guter Distanz, er hat euch gerade gesehen. Wie sieht er aus? Kannst du ihn noch ein bisschen beschreiben? Ja, dunkle Haare, er hat Kleidung an, die zumindest mitgenommen aussieht. Also auf den ersten Blick, zumindest von Weitem, relativ dreckig. So, er ist aber, also er ist jetzt, ja, was, also er hat so ein Holzfällerhemd an, ein T-Shirt drunter. Er sieht nicht so aus, als hätte er sich gut auf seinen Ausflug vorbereitet. Er hat keinen Rucksack dabei, hat keine Jacke an oder so. Er ist schon nicht so gekleidet, als hätte er jetzt einen längeren Trip. So wie Schmorf also. Ja. Sagen wir ein bisschen besser als Schmorf. Ist er schon Apokalypse ohne Rucksack. Ja, erzähl weiter. Vergaß was, du musst ja alles, was du hast. Ja, nun, dann rufe ich ihm zu. Nee, hey! Rucksack, nee, der Rucksack hat viele Taschen. Der Rucksack ist ein Affen. Außerdem habe ich, nee, den Besen habe ich in der Hand. Den habe ich die ganze Zeit. Aber du hast den Freund Rucksack der Besen. Über dem Affen. Hey. Der Besen. Hey. Hey! Ich rufe ihm Hey zu.
Okay, hey. Hey. Hallo. So. Da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern, muss ich ehrlich sagen. Also sowohl an die Interaktion, ich glaube, jetzt kommt ein Teil, der ist aus meiner Erinnerung verschwunden. Ich wusste auch, dass als wir letztes Mal aufgehört haben mit dem Teil, war auch bei mir so, ich dachte, was kommt jetzt eigentlich? So, wer bist du denn? Warum liegt da eigentlich Stroh? Mein Name ist Dieter. Hallo Dieter, mein Name ist Geronimo Röder. Oh, das habe ich schon mal gehört. Ja. Wo denn? Es halt durch den Wald. Hör auf. Nee. Spaß. Was machen Sie denn hier so? Wo kommst du her? Seid ihr freundlich oder? Ungewiss. Ich kann nicht für die anderen sprechen. Wir haben kürzlich aussehen einen älteren Herr getötet, dann wurden zwei Menschen von einem Pavianzerfleisch und eine Kuh haben wir auch umgebracht. Wenn das freundlich ist, dann sind wir freundlich. Entscheiden Sie. Sein Gesicht formt fast aktiv ein Fragezeichen. Er ist sich nicht ganz sicher, was er von der Auskunft hat. Wir sehen ganz kurz, wir sehen ihn ehrlich. Wir sehen den Bunker beim Hintergrund, richtig? Nee. Was sehen wir? Ach so. Sehen wir nicht. Außerdem dem aufzuzählen, was man alleine in den... Und er tut ja so, wir haben seitdem. Das ist halt, was die in den letzten 20 Minuten umgebracht haben. Hast du einen Bunker gesehen? Der muss aber aus welcher... Ob ich einen Bunker sein? Gesehen habe, genau da komme ich her. Echt? Komplett überrannt, der Ort. Komplett überrannt. Der Bunker auch? Mhm. Überrannt von was? Von was? Von was? Wo warst du denn die letzten 5 Wochen, du Depp? Vorsicht. Aber es gibt noch reichlich Vorräte. Vorsicht. Aber es gibt noch reichlich Vorräte in dem Ort. Und direkt in der Nähe befindet sich ein Stützpunkt der reinen Offensive. Was ist denn die reine Offensive? Haben die Pfeile? Reine Offensive? Ja. Okay, er bringt euch ein wenig ins Bild. Die reine Offensive ist ein Verein von Apokalypse-Fanatikern, die an das Überleben der Prepper. Das sind im Grunde Prepper. Stärksten Glauben. In ihrer Gesellschaftsordnung ist kein Platz für Schwache und Kranke. Sie nehmen auf, wer sich zu wehren weiß oder einen Nutzen erbringt. Sie sind aber auch für ihre Korruption bekannt. Sympathisch. Da bin ich, da will ich hin. Das klingt wie ein Ort für uns. Wir sind 4 Überlebende. Da wollen wir hin. Um da hinzukommen, müsst ihr allerdings am Bunker vorbei. Der überrannt wurde. Helmsklamm. Wie heißt denn der Bunker? Ich guck dir. Also macht ihr ruhig weiter. Ich versuche nur... Black Mesa finde ich schon ganz nett eigentlich. Gottfried, der Friedliche. Krieg ich hier gerade gesagt, wäre oft gekommen. Nee, das ist doch schön, von Klatschengäber. Der Bunker heißt Gottfried, der Friedliche. Ein Bunker ist doch nicht friedlich. Hat er einen Mittelfinger? Naja, da drinnen ist es friedlich. Also. Ich sag Familienoberhaupt kommt auf die Zeit. Familienoberhaupt, die Pavianschanze. Das ist gut. Ja. Ja, Pavianschanze ist auch echt ein guter Name, die Pavianschanze. Oh, sehr geil, sehr geil. Den nehmen wir. Tut mir leid, keine Demokratie. Pavianschanze, das ist es. Pavianschanze. Dafür müsst ihr allerdings an der Pavianschanze vorbei. Ich sag nur mal so leise, dass er das nicht hört. Das ist nicht schwer, er ist relativ weit weg. Ein lebendiger Köder. Die gehen halt nicht mal davon aus, dass irgendein anderer Mensch in irgendeiner Weise einen Wert für sie haben könnte. Als würde ich, Menschen sind Ressourcen. Die tragen halt Sachen. Im Grunde sind Menschen für die sowas wie Kleiderständer. So. Das ist ein guter Köder. Sagt der Röder. Besser als kein Köder. Ich hab das nur so laut. Wo willst du denn hin? Wie heißt er nochmal? Einfach Dieter. Nur weg. Dieter. Aber aus der anderen Richtung, da kommt die gerade aus der Arcade. Da würde ich nicht lang gehen. Aus welcher Arcade? Wo waren die letzten 5 Wochen? Das ist eine Spielhalle mit den besten Spielen der Welt. Wenn keine NPCs mitnehmen darf, kann man sie auch rumbringen, ist doch logisch. Ich kann nur sagen, wenn das für dich logisch ist, aber ist schon ein bisschen beängstigend, dass alle Menschen, die du nicht mitnehmen darfst, automatisch auch einfach keinen Wert haben. Das ist schon, ist eine interessante Verknüpfung. Aber halt leider überrannt von Zombies. Leute, ich bin vor einer Woche bei dem Bunker angekommen und plötzlich kamen Unmengen Trauernde angerannt und haben quasi alles niedergemacht. Da sind noch genug Überlebende und ich hätte auch gerne meinen Scheiß mitgenommen. Warum bist du weg? Weil ich überleben wollte. Bist du eine feige Sau? Bist du denn der Einzige, der gerade gesagt, eine feige Sau.
Er hat doch gerade gesagt, das sind eine Menge Überlebende. Was machen die Überlebenden denn da? Dieter McFly. Wo sind denn die Überlebenden? Sind die in dem Bunker Die sind da gefangen, zumindest die, die ich noch gesehen habe. Können wir sie retten? Also mach dir keine Sorgen, Schmorf tut seine große Keine Ahnung, ob ihr die retten könnt, was seid ihr für Typen? Ja, ich sag gerade Schmorf. Ja, guck mich halt an, du Affe. Schmorf. Guck mich halt an, du Affe. Du Affe ist so ein Ding, ne? Zum x-mal Schmorf nimmt die schwelige Hand und knallt sie dir auf den Rücken und sagt, ey, wir vertrauen uns, wir haben den Stanley dabei. Er ist noch relativ weit weg, also du müsstest ihm hingehen. Ja, ich deute es nur an. Also aus seiner Perspektive siehst du aus, als würde ich ihn... Du machst quasi so einen kleinen Bilderrahmen und klopfst ihm so auf die Schulter. Und während ich das mache, sage ich, er scheint sichtlich beruhigt. Mach dir keine Sorgen, wir haben einen Ex-Navy Seal, erschrecklich Unterwäsche Model, dabei und der Röder hat eine Schrotflinte mit einem Schuss. Einen hast du doch schon für den alten. Okay, Jungs, geht einfach da runter. Den hast du ja so umgebracht. Ist ganz geil, dass er denen verrät, wie viel Munition die haben und so. Mit euch zu tun haben. Ein Oversharing ist so ein Ding, das bei denen auch. Okay, hier in die Richtung gehen und ihr geht zum Bunker. Hey. Wie schnell das auch immer kippt. Die sind halt so 20 Sekunden nett. Und wenn das nicht sofort genauso läuft, wie die das wollen, ne? Man kann sich nicht so einfach aus der Verantwortung stehlen. Du kommst da aus dem Bunker und hast die Überlebende zurückgelassen. Wir sind hier die Engel des weißen Lichts. So heißt unsere Gruppe. Ich gibt's wieder einen Toten, ey. Du kommst vielleicht mal mit und hilfst uns mal, die Leute da zu befreien. Okay. Mein Freund. Und wenn nicht, dann... Okay, ich zeig euch, wo es ist, aber bitte lasst mich danach gehen. Da reden wir nochmal drüber. Da reden wir später drüber. Würden Sie kurz die Seil um Ihren Hals hängen? Nicht? Da reden wir später drüber. Mega hat er nicht. Oh Gott, okay, er steht da. Hast du einen Kompass? Nein. Pfeile? Ich konnte nichts mitnehmen. Gar nichts? Wirklich nichts? Die Kleidung, die ich am Leib trage. Die hätte ich gern. Warum nicht? Ja, weil er will uns gerade irgendwo hinführen. Okay. Ja, komm, ja. Ey, alles ja, ist gut. Es war nur Bunker. Ein Scherz. Auch Schmorf ist bekannt für seinen Humor. Führt uns zum Bunker. Ho, nackt. Als ob das ein Scherz ist. Die denken wirklich einfach nur drüber nach, ob sie ihm alles wegnehmen können. Ja, schnittnackt. Na gut, er führt uns zum Bunker. Gut. Der Fremde scheint... I don't always so much, but when I do, I so much bis zur Unendlichkeit. Unkenntlich, aber naja. Von Robson. Okay, also der Fremde, Dieter scheint nicht irgendwie... Stimmung am Tisch ist super, wenigstens. ...jetzt euch feindlich gesinnt zu sein und führt euch zu Pavian. Ja gut, Pavian-Schanze. Am Ort seht ihr vier ein absolutes Trauerspiel. Umherrennende Trauernde zerfetzen gerade die Leichen letzter zuvor Überlebender und hetzen wild umher. Als ihr das Ganze beobachtet, bemerkt Zacharias... Aber nur ganz schnell, weil die Frage so oft kommt. Alle Pen and Paper schauen wir. Kann sein, dass irgendwann keine Lust mehr da ist oder dass dann der Rhythmus sich ein bisschen verlangsamt oder so. Aber der Plan ist, die alle zu gucken. Ach so. Auch noch. Machen wir auch noch. So. Subsounds sind noch an. Oh, danke für den Hinweis. Sorry, ich war gerade im falschen Channel. An einem der Fenster eine Gestalt. Es handelt sich um eine Frau. Svea. Svea ist ein Kind. Diese winkt. Okay. Boah, Schmorf winkt auch. Okay. Ich bin doch der Einzige, der alles wackelt. Die kennen wir doch. Moment mal. Er hat sie als erster gesehen. Also ihr habt sie noch gar nicht gesehen. Okay, Schmorf sagt, die Frau. Halt's Maul, ich hab sie zuerst gesehen. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo... Ja, oh geil, wenigstens, dass Budi das mal hervorhebt. Schmorf sagt, die Frau. Halt's Maul, ich hab sie zuerst gesehen. Ich glaube auch, Simons Charakter hat nicht mal Lust, Molch. Und auch Hals, Maul, ich habe die zuerst gesehen. Währenddessen macht ihr Folgendes. Wie sieht sie aus? Es handelt sich um eine blonde Frau. Ich würde mal sagen, Mitte, Ende 20. Verhältnismäßig gut aussehen. Für euch eine absolute Hammerschnitte. Ich möchte mal sagen, dass ich als Lustmolch...
bin ich gespannt, was er in seiner Position als Lustmolch jetzt sagen möchte. Da die jetzt für eine absolute Hammerschnitte hat. Kann nicht alle bis auf Budi Lustmolch? Kann auch sein. Kann sein, dass sie das alle haben. Du hast sie noch nicht gesehen. Ich aber sag ihm, Zacharias, wie sie aussehen. Ich hab 14 Charme. Alter. Tja. Ich war auch ganz überrascht. Alter, ich wusste nicht, dass der so charmant ist, der gute Schmorf. 14 Zentimeter. Der hat jemand, das ist kein Charme. Das, well, zuerst brauchst du Charme. Ich hab 14. Man kann nicht alles haben. pass auf, so sieht's ja aus. Punkt. Siehst du schön? Am Fenster winken, okay, wie, also wir sehen da ein Trauerspiel. Du da, siehst. Da, ich ja, weiß, aber trotzdem, und man sieht den Bunker und im Bunker ist die Frau. Genau, das und ist, vorne drumherum. Der Bunker hat eine große, breite Tür vorne, ja. Aber es ist eben nicht so ein typischer Unter-der-Erde-Bunker, sondern der hat so, also es sieht zumindest aus, so ein paar Seitengebäude, die aber alle zu einem Komplex verbunden sind. Okay. Aber oben sind eben so Löcher quasi. Also diese, Schießscharten heißt beim Bunker so. Ja. Aber so in so einer Schießscharte siehst du eben diese Gestalt, die quasi auf sich aufmerksam macht. Okay, und kommen wir da irgendwie rein, ohne dass, also können wir versteckt reinkommen, ohne dass Trauernde sehen? Ich würde sagen, das ist eine Frage nach einer, also ich kann dir nicht eine Gesamtsituation so weit einschätzen. Das ist gerade nicht möglich. Du würdest sagen, auch durch den Fronteingang. Das ist ein ganz gutes Beispiel, weil das ist auch so eine Frage, die am Anfang so, also eine ganz typische Frage, die auch ich am Anfang immer Spielleitern gestellt habe. Glaube ich, dass ich es schaffe, den durch das Fenster irgendwie mit einem Stein zu treffen? Das ist halt eine Einschätzung so einer komplexen Situation. Und da kann ich mich ja nur zu weit aus dem Fenster lehnen. Weil wenn ich jetzt sage, ja, und dann wirfst du und du schaffst das nicht, sagst du, ja, danke für die Einschätzung. Und wenn ich sage, nein, dann sagst du, ja, ich darf auch nichts versuchen. So, das ist halt eine komplizierte Frage an Spieler. Man kann sagen, wie sieht das Fenster aus? Wie weit ist das Fenster weg? Wie groß ist das Fenster? Wie dick, denke ich, ist das Glas? Und je mehr Informationen ich habe, dann die Schätzung, die muss ich schon als Charakter dann selber machen in Character. Ja. Schwierig. Geht's gerade um die Frau? Hm? Ja, also das ist eine... Leute, bis jetzt das, hat Leute, er nicht Leute, zu der Frau gefragt. Er sagt nur dieser Bunker die ganze Zeit. Okay. Leute, da ist eine Frau. Hab ich wo? Einen Bunker gesehen. Jetzt seht ihr sie auch. Und sie winkt wie wild. Ich habe schon gewunken. Da oben ist eine... Also du winkst so. Ich lasse meine Spieler immer was schätzen, werfen, um einzuschätzen. Echt, das finde ich aber auch nicht so gut, weil dann hast du ja, du hast ja sowieso schon den Random-Faktor in der finalen Ausführung und dann hast du auch noch einen zufälligen Faktor in der Einschätzung. Das ist mir zu viel RNG, muss ich ehrlich sagen. Zurück, weil jetzt siehst du sie ja auch erst. Wirklich. Naja, ja, okay. Okay. Wenn man ihr was zuführt. Als sie sieht, dass jemand von euch winkt, zeigt sie euch quasi okay. Erst im Moment Wahnsinn, verschwindet kurz und kommt dann zurück Lackt. Und hat offensichtlich den Arm voller Schlafsäcke, den sie euch zeigen möchte. Schlafsäcke? Ja. Und ein Paket Verbandszeug, mit dem sie wild winkt. Und zeigt auf sich. Und winkt euch her. Hm. Ich verstehe Leute, das als Einladung. Jetzt übernimmt hier mal der Papa. Kann das also, irgendjemand entschlüsseln? Ja, sie will mit mir. Leute, jetzt übernimmt hier mal der Papa. Ist auch so eine geile Aussage. So, Leute, jetzt übernimmt hier mal der Papa. Ich muss mal hören, was die anderen sagen, weil ich glaube, das ist so ein Moment, wo die alle nur Gold von sich geben. Ich verstehe das als jetzt übernimmt hier mal. Ich verstehe das als Einladung, ist ja noch relativ normal. Schlafsäcke. Ja, und ein Paket Verbandszeug, mit dem sie wild winkt. Dieser Blick auch. Und zeigt auf sich und winkt euch her. Hm. Ich verstehe das als Einladung. Jetzt übernimmt hier mal der Papa. Kann das also irgendjemand entschlüsseln? Ja, sie will mit mir... Nein, ist ja eindeutig. Die will mit mir. Nee, also die Schlafsäcke stehen ja eindeutig für mich. Bleibt doch einfach, wollt ihr nicht in den Schlafsäcken draußen übernachten, während ich mit der Frau alles klar mache? Während ihr redet, bückt sie sich nochmals und sie hebt scheinbar einen Schlüssel, mit dem sie wedelt und zeigt auf einen Jeep, der direkt neben euch steht. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Rennet dahin. Sie hat den Schlüssel zu ihrem Herzen. Ich renne zu der Frau. Also rennst? Okay, das ist halt immer so ein Ding, er rennt halt immer überall hin. Ich hätte das viel früher bestrafen müssen, dieses Verhalten. Dass er immer einfach sofort sagt, ich renn dahin. So, einfach so, ich guck mich nicht um, ich renn jetzt dahin. Und er tut das, weil er halt in den Situationen die Entscheidungshoheit haben möchte. Er möchte halt entscheiden, was da passiert, weil ich ihm zu schlecht suggeriert habe, dass das kein Videospiel ist. Dass das nicht kompetitiv ist. Nicht wie die Situation ist. Da ist ein riesiger Hof zwischen dir. Sind überall Trauernde. Ach so. Ein Jeep. Kurze Überlegung. Glaubt ihr, dass der Schlüssel was mit dem Jeep zu tun hat? Nein. Folgende Möglichkeit. Ich habe ziemlich viele Punkte auf Mechanik. Sehr viel sogar. Ich könnte den Jeep einfach die Fensterscheibe einschlagen und dann könnte ich den Jeep kurz schließen und könnte. Ist eine gute Idee. Könnte mit dem Jeep einfach komplett den Schlüssel holen. Alle, nein. Alle. Aber jetzt wird die Idee halt
merkwürdig, aber auch nicht komplett schlecht. Alle Trauernden einmal platt fahren. Ja. Einmal geht's ganz sicher. Ja, ich kann dann halt ein paar Mal drumherum fahren. Falls der Jeep kein Benzin hat, hat Geronimo oder noch Benzin. Bedeutet nur, was ich so viel sagen will, wenn da drin Überlebende sind, dann räumen wir schon mal in, mit einem. Mit, ich fahre die ganze Zeit im Kreis und hau die ganze Zeit Trauernde weg. Und dann. Geronimo Rueda kommt mit, weil ansonsten die Frau mit Sicherheit nicht überleben wird. Und ihr holt da drin die Überlebenden und Loot. Nein. Ganz dumm ist die Idee nicht. Ich glaube, da ist halt das Problem, dass auch ich jetzt wahrscheinlich, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber das versuche ich bestimmt zu unterbinden. Da bin ich noch so unflexibel als Spielleiter, dass ich halt jetzt nicht möchte, dass die mit der ganzen Welt brechen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt mache. Das wird geteilt. Loot ist ja wohl das Fach von Herr Röder. Natürlich. Frauen ist das Fach von Schmorf. Naja, der Lustmolch Röder möchte an dieser Stelle widersprechen. Du kannst nicht Loot, Loch, Du kannst nicht Loot mit Loch vergleichen. Lustmolch und Lustmolch. So sprach der Herr. Ganz nicht looten. Mein Name ist auch immer Röder. Darf ich sie looten? Also ich finde, dass der... Oh, da sind auch Statements bei, ey, 5 Typen am Tisch, solche Sprüche. Ey, das ist nicht gut gealtert. Der mit dem meisten Charme die Frau überreden sollte. Ist mir vollkommen, das geht ist nur, vollkommen irrelevant. Indem er bei dir mitfährt. Gut, es wer geht aber auch nur... Charme? Nein, es geht nur... Hallo, das ist ein Bunker. Da sind viele Trauernde. Wir müssen in den Bunker irgendwie reinkommen. Ja. Bedeutet, soll ich diese Aktion jetzt durchführen? Ja, nein. Und wer es kommt geht mit? Doch darum, wer mitkommt. Gut, es ich muss ich aber, bin bei Buddys Plan. Soll er versuchen, den Jeep kurz zu schließen? Ich stimme zu, dass der Plan super ist und springe bei dir. Aber wie gesagt, wollen wir jetzt die Frau... Also, ich hätte gerne noch ganz... Es ist halt so schade eigentlich, hier hätte ich Buddy halt viel mehr zuspielen sollen. Er ist halt jetzt, er versucht jetzt halt mal eine komplexe Situation zu erzeugen. Er versucht das konstruktiv zu lösen mit seinen Skills, was sein Charakter machen würde und so. Ja. Ach komm, ey, ist halt immer dieses völlige Überzogene. So. Ganz wollen kurz, wir jetzt einfach können wir noch mal ganz kurz, bevor wir uns entscheiden, noch mal vielleicht wissen, wie die Gesamtsituation ist. Gibt es irgendeine Möglichkeit aus unserer Perspektive, wie man an den Trauernden vorbei in den Bunker kommen könnte? Gibt es da irgendwas, was Hinweise gibt? Vielleicht kennst du da was. Weiter etwas an der Seite von dieser ganzen Szenerie steht noch ein alter Corsa. Sieht aber relativ mitgenommen aus. Ja, ein roter alter Corsa. Bauherr? Darum lachen die alle so. Man hört auch die Regie lachen. Mitgenommen aus? Ja. Ein roter, alter Corsa. Bauherr. Der Rote Baron, Nils Auto damals, das er unglaublich gern hatte, das war halt auch der Rote Baron, das war halt so auch so eine Zeit, der hatte halt niemand eine Karre. Wir hatten alle nicht die Kohle für ein Auto. Ich hatte ab und zu eins, das ich mir von meinen Eltern leihen konnte und so. Das war schon ganz geil, dass Nils ein Auto hatte. Auch in Hamburg und so hat er den Roten Baron. Ja. Scheiße, Nils. 94. Ja, kann ich mal. Okay, und sieht relativ mitgenommen aus, der aber Baron. Vielleicht noch funktionstüchtig. Und der Bunker ist schon so gestaffelt, dass man schaffen könnte, quasi über die Dächer in eins der Fenster zu kommen. Welche Dächer? Der Bunker ist so ein quasi ganzer Komplex. Ihr habt in der Mitte diesen Hauptbunker, der hat eben so einen Eingang, der leicht in die Erde runtergeht. Also quasi so, ihr seht so eine Einbucht, das ist halt echt so ein Betonklotz. Aber er ist so, wie hoch ist der jetzt? 10 Meter vielleicht höchstens. Ach, schaffe ich, easy. So, aber an den Seiten sind noch so andere Komplexe. Admiral Akbar hat sich noch nie geirrt. An den Seiten sind noch so kleinere Komplexe. Auf die könnte man rauf und versuchen, in eins der Fenster Frage, zu kommen. Frage, wie würde denn zum Beispiel der Budi, der Bergmann, wie willst du denn jetzt gleichzeitig da klettern und fahren und die Zombies und dann also noch nebenbei Benzin nachfüllen? Wie willst du das alles machen? Es gibt folgende Möglichkeiten. Jetzt konkreter Vorschlag. Also seitlich an den Bunker sind nicht so viele Trauernde. Das hat der Spielmeister mir nämlich nicht gesagt, sozusagen, dass man da hochklettern konnte. Weil ich hatte die Frage auch schon gestellt. Folgender Vorschlag. Wir könnten trotzdem versuchen, den Jeep kurz zu schließen. So, um die Trauernden wegzumachen. Weil so oder so, wenn da drin Überlebende sind, ja, müssen wir ja eh wieder rausschaffen. Ich kann trotzdem klettern. Das ist erstmal wichtig festzustellen. Ne? Ja, ja. Gut, du kletterst. Wir schließen das Auto kurz. Ja. Vielleicht, Herr Röder, weiß ich nicht, komm mit. Oder falls da keine 3 Leute draufpassen, schießt du einfach Pfeile. Er hat keine Pfeile. Kann irgendwer von euch ein bisschen besser klettern? Ja. Aber Hauptsache 2 Waffen, die keine Munition haben. Zwei geile Waffen, nicht vergessen. Nochmal? Kann irgendwer von euch klettern? Wie groß ist... Du bist doch der Kletterfutzi. Nein, mit... Diese Gruppe ist halt auch so anti-Buddy. Und ich mach da auch noch mit. Klettern. Nicht eine und drei, sondern zwei und zwei. Schmorf, der Corsa steht wo? Ein Lootmolch. Hallo? Geronimo Röder, Lootmolch.
Wo steht der Corsa nochmal? Leicht links von dem Ort, wo ich... Auch warum will er denn jetzt mit ihm klettern? Das kann doch nur scheiße werden. Wie ihr jetzt seid und in dessen Nähe sind so vielleicht zwei Trauernde. Aber die sind schon ein bisschen abseits. Um den Jeep herum allerdings, so direkt auf der anderen Seite, also ihr seid schon hinter so einem kleineren Hügel, wo ihr so halbwegs verborgen seid, da sind schon ein paar mehr Trauernde. Also auf einmal. Weil ich würde es ist schon... Also ihr könnt da nicht einfach reinspazieren und versuchen, den anzulassen, die Blöde, ohne dass was passiert. Ich würde gerne hier... Der hat einen Führerschein. Den würde ich gerne mitnehmen und zum Corsa gehen. Achso, ich dachte, du nimmst ihn mit, so. Kann ich das? Nee. Ah. Ich muss ihn schon fragen. So, lass mal zu dem Corsa gehen und den auschecken, ob da... Auch kann ich das? Der ist halt so geil darauf, Sachen mitzunehmen. Kann ich das? Was denn? Schlüssel drin steckt? Ja, warte, schmau auf Sach. Nein, ist okay. Nur in einer Runde, nachdem ich den Vorschlag gemacht habe, mit dem Auto loszufahren, werde ich also dagelassen als Einziger. Nur damit ich das jetzt verstehe, wie deine Chronologie funktioniert. Die sind doch noch nicht im Auto, oder? Wir beraten ja noch, und zwar wir beraten schon so lange, dass die junge Frau... Also wenn jemand gesagt hat... Das ist halt, glaube ich, das Hauptding an Tiers noch. Die diskutieren halt so viel, dass sie sich selbst so hart frustrieren irgendwann. Warum sich das so gegen Budi entwickelt hat, weiß ich nicht. Einfach, weil diese Gruppe konstant so einen hohen Frustrationswert hatte. Erstens, weil ich die Abenteuer auch so gebaut habe, dass sie so selten Erfolge hatten. Ihre Charaktere fühlten sich halt so nutzlos an, weil das Regelwerk am Anfang einfach noch zu hart war. Ich habe das auch nicht gut hingekriegt, ihnen irgendwie sie dafür zu belohnen, wenn sie Sachen gut machen und so. Ja, und dann war halt so das Ding, dass sie halt dann auch stundenlang über alles diskutiert haben, und dann gab es halt einfach so saukrasse Frustrationsschwellen, und das wurde dann einfach immer bei Budi abgeladen. Ich gehe zum Auto, habe ich überhört. Wir könnten uns gleich überlegen, ob sich Budi überhaupt war noch schon in den zu gehen. Ja, man braucht irgendwann nicht mehr hingehen. Okay, wie weit ist das Loch von dem, wo die Frau hinter ist? Wie weit das zu dem Bunker Welches ist? Loch? Das Loch hinter dem... Die Schießscharte, der Ach so. Also ist das... 25 Meter. Ja, tritt euch deutlich. Ist das Loch breit? Wie breit ist die Frage? Es ist halt ob man da durchpasst, ne? Oder das was? Ist, ja, oder ja, natürlich, aber passt man denn da teilweise durch? Weil teilweise definitiv. Weil dann würde ich da jetzt vielleicht teilweise passt alles durch alles. Getrieben. Hauke, guck sie an. Das ist auch so gut. Geronimo Röder beweist, wenn sie ein bisschen leicht Sicht hat, dann hat sie es auch woanders. Von absolut cringy geht gar nicht zu die Sexszene in Jailhouse Boogie. Das war, ich würde sagen, Sexszene in Jailhouse Boogie, erotischer Höhepunkt der Pen and Papers. Das war... So. Okay. Ja, so sieht's aus. Genau so ja, ist der Ja, das Bunker. Ist nicht schlecht. Ja, doch, das ist ziemlich gut. So sieht der Bunker aus. Punkt. Penisbunker. Ja, so. Bin selber GM. Wie gehst du damit um, wenn du merkst, dass ein Spieler eventuell etwas zu viel gemobbt wird? Würde mich über Rat freuen. Naja, also wenn das jetzt ausartet, dass Spieler wirklich irgendwie auch außerhalb des Charakters angegriffen werden, würde ich es immer ansprechen. Da gibt's keinen In-Game-Mechanismus, der das noch lösen kann. Ansonsten muss ich halt sagen, ich übervorteile. Also ich, bevorzugt Spieler dann einfach. Wenn die Gruppe die ignoriert oder den Wert dieses Spielers in der Gruppe nicht sieht, dann kriegen die halt einfach mehr Zeug. Bei denen klappen dann auch mehr Sachen, die kriegen bessere Vorschläge und so. Muss man halt ehrlich sagen, man muss dann manchmal so eine Gruppe passiv auch so ein bisschen erziehen, den Wert in einem anderen Charakter wieder zu sehen, so, ne? Ja. Ich glaube, ein ganz schönes Beispiel ist halt für eine konstruktive Dynamik ist zum Beispiel die in Blind Eyes. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, große Empfehlung, gibt's auch auf YouTube alle Teile, und da gibt's halt Frankie. Ist, glaube ich, so einer der Favoriten aller Zuschauerinnen und Zuschauer. Super witziger Charakter, mega geil gespielt. Und der ist halt ein bisschen ein Trottel. So. Blind Eyes, ja, ist eine Kampagne, die jeden Sonntag hier auf dem Stream gespielt wird. Jeden Sonntag um 16 Uhr. So, jedenfalls bei Blind Eyes ist das halt so, dass der Frankie kriegt halt pausenlos eins hinter die Ohren. Die Leute halten den halt alle für doof und so. Und das funktioniert aber auch nur, weil wir ihn natürlich außerhalb des Spiels ernst nehmen und weil in den Situationen, in denen Frankie was tut, wir mit ihm mitfiebern. Wir versuchen ihn ja dann zu unterstützen. Alle wollen, dass Frankie Erfolg hat. So. Und würde Frankie wie so ein Klotz am Bein wirken, wäre das halt echt schwieriger.
Und ich glaube, das ist hier halt so ein Problem, dass Budi nie Glanzmomente von dieser Gruppe bekommt und dass ich ihm die auch nicht gebe. Und hätte ich das häufiger gemacht, wäre es einfacher auch gewesen, der Gruppe zu zeigen, ihr habt hier jemanden, der wichtig für euch ist und euch motiviert. Hier steht der Corsa. Nein, der steht wesentlich weiter links. Hier steht der Corsa. Da steht der Corsa. Du zeigst ja gar nichts. Okay, ey, dann ganz knapper Vorschlag, ihr geht zum Corsa, wir klettern hoch. Gut. Hauptsache, ich kann was tun. Ich weiß nicht, wie du eine 10 Meter hohe Bunkerwand... Der Weg zum Hochklettern geht am Corsa vorbei. Gut, dann gehen wir erstmal zum Corsa. Ja, komm, wir gehen zum Corsa. So, komm, müssen wir kämpfen oder sowas? Wenn ihr vorsichtig seid, wollt ihr einfach dahin marschieren? Vorsichtig. Nein, schleichen. Vorsichtig zur Tür. Oder lauft ihr so ein bisschen durchs Unterholz? Vorsichtig durchs Unterholz. Okay, ihr kommt nah ran. Zur Tür allerdings würde ich jetzt sagen, muss jemand eine Schleichenprobe abwerfen. Wer ist gut in Schleichen? Ich hab 5. Oh. Danke übrigens auch für die ganzen Subs, die jetzt noch reinkommen. Ich lese die nur immer nicht vor, während wir halt was gucken und so. Also ich weiß die trotzdem zu schätzen. Das sind jetzt auch irgendwie schon wieder 30 Stück oder so in der letzten Stunde. Nur dass nicht denken, die gehen unter. Die sehe ich schon trotzdem. Ich versuch's einfach. Naja, warte doch erstmal, was die anderen sagen. Die sagen ja nicht, was haben die denn bei Schleichen so? Schleichen. Nicht auf deiner ersten Seite. 2 Fäuste. Schleichen habe ich 1. Scheint der Beste. Okay, versuch's. Die sind schon relativ weit. Nochmal um 4 erleichtert. Ziel bei mir ist es selten, Konfrontationen aus dem... Jetzt Budi ein bisschen kratzig, so zu lange geschnackt, bevor was getan wurde. Naja, das Ding ist, die reden jetzt halt auch gerade wirklich lange schon, bevor hier was passiert. Das ist einfach so eine Krankheit von Tiers noch. Das ist eben auch eine Anfängerrunde, aber das ist, glaube ich, euch allen... Die reden so lange immer über alles. Das wird halt nochmal besser mit einer Zeit, aber das ist so krass in Tiers noch. Die haben, seit sie da angekommen sind, quasi noch nichts getan. Und die sind jetzt bestimmt schon 10 Minuten in dieser Situation. Im Weg zu gehen. 14. Das ist das KK, ist Körperkraft schleichen, nix. 10, musst du 4 ausgleichen, hast noch 5. Du hast 4 erleichtert. Alter, leck 20. Mich doch am Arsch, du. 2 ist ein katastrophaler Fehlschlag, oder? Danke, dass du das nochmal dem Spielleiter sagst! Das war doch ein katastrophaler Fehlschlag, oder? Okay, ja. Als du versuchst, zu dem Wagen zu schleichen, bemerken dich die Trauernden. Da ist auch so ein Ding, da hätte ich eher drauf kommen sollen, dass mittlerweile ist auch zu spät, aber ich hätte in Tiers eben auch ein System einfügen sollen, dass wenn eine 1 ein kritischer Misserfolg ist in Tiers und eine 20 ein Erfolg, dass wenn man eine 20 würfelt, man damit einen Misserfolg auf einem anderen Würfelwurf ausgleichen kann oder irgend so ein System. Also das Würfelsystem ist einfach dafür, wie viel gewürfelt wird, nicht ausgereift genug. Aber das ist eben auch, ist ja auch mein erstes System gewesen. Ne? Ist der plötzlich, oder? Und sie kommen auf dich zu. Gut. Dann sage ich entschuldigen. Es handelt sich um 2 Damen? Trollende. Trolle? Trauernde. Etwas dicklich. Dicklich. Ja, gut. Dann denke ich mir so, jetzt nehme ich mal besser die Beine in die Hand, zücke die Schrotflinte und versuche ein bisschen Abstand zu. Ich finde aber, das ewige Plan gehört ein bisschen zu Pen and Paper, zumindest solange es Situation erlaubt. Das endet ohne Ende immer darin, dass der 20-stufige Plan bereits bei Schritt 1 fehlschlägt. Ja. Ich würde sagen, was mir so ein bisschen, das ist zum Beispiel bei Blind Eye super spannend, da wird so extrem viel gekämpft und wir haben immer wenig Zeit, diese Kämpfe vorzubereiten. Das ist für meinen Charakter natürlich immer so ein bisschen schade, weil ich mich nicht positionieren kann, ich kann keine einminütigen Zauber, ich habe jetzt auch meine Zauber alle umgestellt. Ich kann das aber verstehen, weil das halt auch dann ausartet in Dungeons & Dragons, dass Leute eben rumsitzen und minutenlang nur Kämpfe planen. So. Und das ist halt auch einfach langweilig. Also das langweilt mich ehrlich gesagt auch. Zu gewinnen. Okay, das gelingt dir relativ leicht, die sind ziemlich langsam. Gut, ich schließe jetzt einfach zu Röder halt auf, also bin kampfbereit. Du bist mit dem bei mir, also du hast nicht gesagt, was du bei mir bist, liegst du noch quasi im Graben und wartest. Hallo? Also ich muss sagen, ich finde das so gut wie nie bereichernd. Wenn die Spieler am Tisch miteinander out of character ewig lange reden, ich sehe darin einfach keinen Mehrwert. Meiner Meinung nach sollten sie die Diskussion dann in character führen oder sie gar nicht führen, so. Weil einfach das auch total langweilig ist. Das nimmt einen auch so raus. Warum kann auf einmal der Barbar plant auf einmal eine Schlachtsituation mit, obwohl in seinem Kopf ja eigentlich nur draufhauen. So, das ist einfach nicht meins. So, es gibt Runden, die das total gerne machen. Ich finde das halt super langweilig. So, ich habe doch gesagt, ich komme mit. Ach so, habe ich nicht gehört. Entschuldige. Ja, dann okay, dann schaffst du es auch. Also ich habe Metallrohr. Ich stehe einfach jetzt. Ich schließe halt. Ne, ich bin irgendwie da. Ich bin nicht mitgeschlichen, aber ich bin ja schon beim Corsa gewesen. Okay, was tun die anderen? Also ihr steht quasi am Rand, beobachtet die Szenerie und ihr merkt, wie er bemerkt wird. Ihr habt jetzt nochmal Zeit, zu reagieren quasi. Also was weiß ich, eine Waffe hervorzuholen? Ja, da mir niemand eine Waffe gibt, muss ich wieder mal zu irgendwas Werfbarem greifen. Ich könnte dir eine geben, du würdest auch trotzdem eine Dose werfen. Das ist wahr. Dosen hat er nicht. Ich habe aber keine Dosen mehr, ich habe den Besen, Cube. Willst du einen? Werf ich den Cube.
Nee, der hat keine. Willst du Messer? Sagen, der hat echt wenig Durchschlag. Das Messer würdest du nie wiederkriegen. Hat einmal eine Dose. Hat niemand eine Dose? Ich bin ehrlich. So viel. Das Messer nein, 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 ich hab Steine. Ich brauch Dosen. Ich habe eine Frage. Ich hab auf Nahkampfwaffen stumpf. Was? Nahkampfwaffen? Was? Analkampfwaffen. Hat er doch gesagt, oder nicht? Es haben auch andere Leute im Raum gelacht. Also, es haben noch mehr Leute als ich Analkampfwaffen gehört. Also ich glaube, jetzt ist aber auch so ein typischer Moment. In langen Runden, finde ich, ist die letzte Stunde, die neigt immer dazu, so ein bisschen so zu werden. So ein bisschen überalbern, gerade wenn dann so viel diskutiert. Also Anfängerrunden. In Profirunden ist das irgendwie immer weniger ein Problem. Also Anfängerrunden, die letzte Stunde, ich erinnere mich, wir hatten privat auch Abende, da ist dann irgendwie... Da lag dann irgendwie unser Bade auf dem Fußboden und ihm ist irgendwie eine Schlange in den Po gekrochen und er ist gestorben und der Drache hat sich übergeben, als er das gesehen hat. Und so. Das war dann wirklich alles so totaler Bullshit. Weil einfach alle müde sind und alle sind so ein bisschen entnervt auch davon, dass die ganze Zeit diskutiert wird. Ja. Da waren wir aber auch irgendwie so 15, 16, ne? Da ist das noch ein Knaller-Gag. So, haha, Poloch. Hier auch gerade. Also. Ihr seid ganz schön anal fixiert, auf jeden Fall. Ich habe gesagt, an Nahkampfwaffen. Aber das kann natürlich, man kann an Nahkampfwaffen auch anal einsetzen. aber ich habe da halt nichts gepunktet. Darf ich die trotzdem benutzen? Oder? Du punktest also nicht in Analkampfwaffen. Was ist hier eigentlich los? Tut mir leid, der muss nicht. Ich war die ganze Zeit nur auf. Du hast da nichts. Ja. Okay, dann bist du da einfach grundlegend komplett scheiße. So, das heißt, also kann ich das Rohr jetzt quasi. Oh, dass auch ich nicht über diesen Gag wegkomme jetzt. Verschenken oder kann ich das trotzdem versuchen? Ja, also jetzt gerade ist natürlich, du könntest es jetzt noch schmorf rüberwerfen. Ich würde es gerne einpacken in Geschenkpapier. Nochmal den gleichen, ehrlich? Nein, ich fange einfach von vorne. Ja. Er möchte es mir nicht geben. Doch. War, glaube ich, der Inhalt. Ich habe gesagt, ich möchte das in Geschenkpapier einpacken. Okay, die kommen jetzt wirklich näher, die Trauernde. Self-Cringe? Keine Ahnung, das ist halt Jahre her, mein Gott. Bin auch besser von der. Also. Ist einfach ein bisschen kacke, der Gag, aber so Self-Cringe empfinde ich da jetzt nicht so doll. Mein Gott, ist halt einfach ein jüngeres Ich. Also, die sind jetzt auch mal schenken. Quatsch bestrafen. Ja, nee, die sind jetzt nah dran. Das ist die Strafe. Ey, kann ich die Steine werfen? Ist möglich. Okay, ich mach's kurz. Moment, eure Initiative werte hätte ich gerne. Denn jetzt beginnt ein Kampf. 12. 10. 10. 8. 13. Oha. Okay. Ein Vorschneller. Du bist als erster dran. Nee, er hat doch 13. Ich bin als erster dran. Der niedrigste Wert ist am besten. Der niedrigste Wert ist am besten. Wir zählen quasi von 0 hoch. Der Ideal ist falsch gemacht. Genau, wir zählen quasi von 0 hoch. Und der erste. Ja, und der erste. Verarschen Initiative. Du hast mir vorhin 4 Punkte. Ich hatte vorhin 9 und habe 4 Punkte in die Initiative gesteckt. Du. Jetzt wird mir klar, dass die ihre Charaktere falsch gelevelt haben. Eddie hat einfach die Punkte, die er auf Talentwerte vergeben soll, hat er einfach auf seine Attribute vergeben. Kannst du überhaupt keine Punkte in die Initiative stecken? Du hast gesagt, wir können vorhin 4 Punkte in diese Attribute hier auf stecken. Auf diese Attribute, du Schlaumeier! Auf dem Bogen ist das aber auch komplett voneinander getrennt. Und Initiative wird errechnet. Das weiß er eigentlich auch. Komplett scheiße. Wie kacke. Es tut mir leid, du bist gar nicht so stark eigentlich, Stanley. Alter, du hast also 9. Bist Bäcker? Ja, Stanley ist in Wirklichkeit Bäcker. Mit keinen Armen. Ja, ganz. Oh, was für ein Assi, ich lache ihn einfach nur aus dafür, wie scheiße sein Charakter hier ist. Hier verteilt. Ja, hier. Du warst das ganze Abenteuer voll scheiße, weil du da 4 Punkte weggehauen. Er hat, also wir haben jetzt halt rausgesehen, dass er einfach, sein Charakter ist halt einfach viel schlechter als die der anderen, weil er halt einfach völlig Quatsch Punkte in was gegeben hat, wo niedrig besser ist, anstatt die auf Werte zu geben, wo hoch besser ist. Ja, Mann, ach, herrlich, herrlich. Ach, jetzt bin ich schuld. Jetzt, man merkt es, sie werden jetzt auch wirklich angepisst. Er hat mich gerade Spacko genannt. On camera. So. Auch nicht in Attacke, Nahkampf oder was? Nee, dann kannst du gar nicht erinnern. Hast nur du die linke Punkte Seite reingesteckt? Nein. Nur hier, nur in die Grundattribute. Ja, gut. So, du bist als erster dran. Möchtest du dich dem Kampf nähern? Ja, mit gezückter Schrotflinte näher ich mich dem Kampf. Mit der Schrotflinte? Ach ja, du hast ja mal einen Schlag. Ja, okay. Ich habe ja nichts anderes. Okay. Oder ich meine, wenn ich Nahkampfwaffen nicht benutzen kann, also ich okay, haben wir dann haben wir als nächstes haben wir eine 10, Schmorf. Steine. Ah nee, 9, Entschuldigung. Ich muss schon, okay. Weil er erst 13 hatte. Okay. Okay, du bist dran. Stanley. Moment. Wie nur Moment? Also je niedriger Initiative, desto besser? Was? Ja. Ja, bist quasi, desto schneller kannst du reagieren. Okay, was? Das muss man natürlich auch, ich werde es nicht nur mich verteidigen, aber, also,
Das ist schon auch nicht geheim für die wieder. Naja, ist auch egal. Das hätte man schon wissen können. Das konnte man auch nachgucken und so. Man kann halt auch fragen. Du bist dran. Mit was? Kämpfen. Okay. Ja, hier, ich hab. Du bist auch so nah dran, dass du angreifen könntest. Ja, schreiendes Messer in der Hand. Ne? Was? Ich habe in der Pre-Show immer Angst, beziehungsweise das Gefühl, dass sie falsch leveln. Die leveln so gut wie immer falsch. Ich habe später, ich glaube, nach dem Ding habe ich auch immer ihre Bögen nochmal durchgerechnet, nach den Abenteuern. Also da bin ich immer nochmal hingegangen und habe nachgerechnet, ob der Bogen so funktionieren kann. Oh, was müssen wir neu eintragen? Du hast eine Attacke, Grundwert von bei. Also warte, erstmal, das ist ja eine Klingenwaffe. Was hast du da für einen Talentwert? Ja, warte, dann nehme ich, glaube ich, doch besser meine Fäuste. Vergiss es, ich nehme meine Faust. Okay. Ist ja bescheuert. Ja, deine Fäuste sind auch das Stärkste bei dir. Ja, das ist richtig. Ja, wenn du da so ein schlechten Talent wärst, das kann ich ja nicht. Okay, was? Ja, 16. Da musst du würfeln und da drunter kommen. 9. Moment. Oh, da bin ich's. Oh, Happy Birthday, Pepper. Wir haben dich relativ lieb. Hatte Pepper Geburtstag. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich muss Pepper auch noch antworten. Ich glaube, ich habe Pepper, der hat mir neulich eine Nachricht geschickt, da habe ich noch gar nicht geantwortet. Nee, hat er nicht pariert. Willst du mich verarschen? Er hat nicht pariert. Ach so. Parieren heißt, dass er das abwehrt. Ja, okay. Okay, du kannst Schaden auswürfeln. Das willst du mich verarschen? Das ist ein... Ach so. Das, oh Gott, stell dir mal vor, der hätte wirklich pariert. 6 plus 4 plus... Pepper? Pepper war hinter der Kamera eigentlich immer. Pepper hat vor allem Game1.de damals komplett betreut. War zu Giga-Zeiten auch schon hinter der Kamera und so. Guter Freund, super, super guter Typ vor allem. Also Pepper ist wirklich ein feiner Kerl. Ex-Giga, Ex-Game One, genau. Bonus? Hast du mittlerweile mal Handschuhe oder so? Nee, aber Wanderstiefel sind beim Faustkampf stabiler, stabiler Stand, meine ich. Ja, aber du machst doch so... Aus der Hüfte. Aber du möchtest aber schlagen. Ja. Weil dann kriegst du Schaden. Wie? Ja, wenn man mit Schläfen und Handrüstung kriegt man Schaden. Ja, fuck it. Okay, fuck it. 1W6 plus 4. Ist auch so, da hätte ich ihn besser erklären müssen, weil zum Beispiel gibt es Spieler von ihnen, die haben Handrüstung, aber geben die nicht dem Spieler, der davon profitieren würde. Also, weil die halt einfach auch alle so, ich will den Loot haben. Also, ich glaube, Nils hat so Handschuhe oder Schmorf hat die oder so. Also, die haben schon auch einfach wirklich sich so nie das Gear gegeben, das die anderen brauchen. Wobei aber auch fairerweise sagen muss, da ist das Regelwerk auch einfach schwach, ne? Da hätte er als jemand mit Kampfkunst, hätte ihm das Messer schon trotzdem Vorteil geben können und nicht einen Nachteil. 7. Okay, 7 Schaden. So, der eine. Dann hat der. Moment mal. Ach, ich hätte auch so einen Nägel noch in die Hand nehmen können. So. Okay, du triffst ihn und du bekommst. Ich muss mal ins Regelwerk schnell schauen. Gib mir eine Sekunde. So, da. Okay, dann was war die Bauchbinde? Achso. Rocket Beans Shop gibt's immer noch. Gibt's auch immer noch Pen and Paper Shirts, ne? Okay, dann schauen wir raus. Oh, warte mal, Kampfsport. Müssen wir einmal kurz ausrechnen. Dein Schaden ist 1W6 plus. Was ist deine. War Simon nicht mal bei dem Pen and Paper permanent nackt? Der ist hier die ganze Zeit nackt. Sein Charakter Schmorf ist die ganze Zeit nackt. Geschicklichkeit? Hast du da irgendwas geändert? 12. Durch 3 ist 4. Ah, ne, das stimmt noch. Okay, gut. 1W6 Schaden bekommst du. 1W6 Schaden ja, bekomme ich. Ohne Rüstung an den Händen voll zuhämmerst. Kampfsport habe ich 8. Na, hast du die irgendwie mit einkalkuliert? Nö. Egal. Hast du doch du solltest mal die. Die sind doch bei deinem Kampfwert mit drin. Achso, okay. Kletterer. 5 irgendwann nehmen. Da kriegst du 5 Schaden. Ja, stimmt. Er kriegt fast mehr Schaden, als ich austeile. Ja, das ist der Sinn hinter dieser Funktion. Ja, die Zombies. Oder okay, als nächstes ist Schmorf an der Reihe. Spüren ja keinen Schmerz, nehme ich an. Schmorf ist dran. Schmorf. Schön die Bierflaschen überklebt. Na, da war. Wirft Stein. Da war damals bei den Bierflaschen das Ding, dass wir in der ersten Staffel haben die uns das Bier halt gegeben oder ersten Folge und danach nicht mehr. Und dann war es so, das Ding ist ja dann auch voll schade so und dann haben wir es halt abgeklebt. Einfach irgendwie, weil wir gesagt haben, vielleicht kommt ja nochmal jemand, der sagt... Stein trifft hoffentlich Kopf. Ach nee, das ist geil. Okay, wir waren jung und naiv. Würfel mal bitte auf das Talent werfen. Plus deinen Wert. Ja, Moment. Brainlag? Ja, nee, ich habe halt hier gerade nebenbei geschrieben, weil
meine Partnerin mir gerade schreibt, die kommt jetzt bald nach Hause wegen Essen und so. Und werfen habe ich die. Es müsste auf der ersten Seite sein, Körper. Okay, sehr alter. Und nochmal um zwei erleichtert durch deine kürzlichen Erfolge. Das finde ich schön. Also werfe ich jetzt die 13. Auf? Welchen der? Das Körperkraft? Okay. Habe ich 11. Okay, 2 auf. 13, 2 weg. Habe ich 12? Noch 10 übrig? Nee, 12. Achso, vielleicht erstmal 2 gegeben. 12 übrig. Jetzt das nächste ist Geschicklichkeit. Und nochmal Geschicklichkeit. Da habe ich 13. Okay. 13, ich würfel eine 10. Und würfel eine 9. 10 schaffst du trotzdem, das auszugleichen. Oh, 10. 12 Punkte übrig. Ja, gut. Okay, du triffst dann. 7 on air. Kretschmer. Würfel den Schaden, den du mit dem Stein hast, aus. Da habe ich, glaube ich, 1W6 plus 3. 1W ne? plus 3, also okay. Ein normaler plus 9, 3, 6, ja? Schaden 9. Nein, 6. Entschuldigung, 6. Ich halte fest, wenn Schmorf einen Stein wirft, ist es genauso viel, wie wenn der Dampfhammer von Stanley Balls ins Schwarze trifft. Wenn der keine Handschuhe trägt, ja. Ja, aber ich habe ja auch einen 12er. Und Nahkampfspitze habe ich 12er Wert? Versuch mal, mit deinen Händen jemanden totprügeln, ist halt nicht mal ich. Können wir nicht jetzt machen. Nee, machen wir. Aber jetzt mal, das war doch gut. War ja, ein schöner Steinwurf. Okay, dann ist der gute Zacharias an der Reihe. Ja, ich habe hier Metallrohr stumpf. Attacke okay. 13, Parade 11. Kein Bonus. Ja, mach ich, ne, oder was? Ja, mach ich, oder was? 2W6, oder was? Stimmung ist underwhelming. Ja, ist halt einfach auch spät. Ich glaube, das war auch so das Erste, wo was? Einfach man gemerkt hat, ist Eddie gähnt auch, ist einfach wirklich spät. Wir haben halt da auch lange gespielt, da waren laute Passagen dabei und so. Ich glaube, das ist wirklich einfach auch, das merkt man in den Runden von Tears und Beards noch stark, da sind die Abende auch einfach noch sehr lang. So. Also zu lang. Erstmal schaffen wir, gucken, ob du die Attacke schaffst. So, wo denn, wie, was muss ich nochmal würfeln? Du stehst vor dem anderen übrigens, ja. Die anderen beiden haben einen anderen. Was muss ich nochmal würfeln? Ja, 13, wenn deine Attacke 13 ist. Ja, genau. 2. Oh. Geschafft. Dann warte, ich muss die Parade würfeln. Nicht geschafft. Bam, 18. Wie, 18? Du kannst nicht mit dem deinen Schaden machen. Achso. Was ist dein Schaden? 2W6 plus 4. Alter, so? 2W6 nee, plus 4? Ja, ist auch nicht viel. 5, 9. 2W6 plus 4? Hast okay, du stimmt. 2W6 ja, okay. Plus 4? Ja, so ein Stich ist eine 9. Gute Waffe, das stimmt schon. 5. Besser als das schreiende Messer. Ja. 9. Das übrigens, hätte ich da einfach auch ehrlich sagen sollen, ja, das macht keinen Sinn. Hätte ich ändern müssen. Das ist ein großes... Ja, wobei, ich glaube, da ist immer das Ding, ich habe versucht, bei den Waffen auszudrücken, wie gut das auch ist, wie sicher das als Waffe ist. Aber das ist halt auch wirklich nicht... Also einfach das System nicht gut durchdacht. Rohr aus okay. Metall. Ich raff hier gar nichts. Ja, das ist aber richtig auch. Da muss ich nochmal drüber arbeiten. Aber alles gut. Na gut, da gebe ich es wenigstens zu. Das muss man schon überarbeiten. Da steht also beim schreienden Messer überhaupt kein Würfel. Wie steht der Würfel? Da oben steht er doch. Ah ne, fehlt. Hä? Da müssen wir nochmal gucken. Alles gut, machen wir schon. Der ist einfach mal in der Du. Okay, weiter geht's. Immer bei dir. Ja, er hat getroffen. Und dann sind wir bei 13, 16. Du bist nochmal dran. Ich habe ja noch gar nichts gemacht. Du hast doch schon einmal angegriffen. Nee. Ah, du hast deine Distanzklasse überwunden, genau. Jetzt wärst du da, du könntest nochmal angreifen. Wie sehen die Viecher denn aus? Wie trauernde. Ja, aber ich meine... Das ist eine völlig normale Frage. Ich bin so genervt einfach. Das halt wirklich... Ich habe das einfach damals auch noch nicht so gemerkt, wie sehr wir uns auch einfach selbst zermartern mit diesen Diskussionen. Also das Video ist 36 Minuten. Davon haben die doch mindestens 10 bis 15 nur diskutiert. So. Also wen soll ich angreifen? Den du nährst dich. Du könntest dir jetzt aussuchen, welchen. Schrotflinter oder Regenfall? Einer steht vor ihm, einer steht vor ihm. Du Schrotflinter ist im Anschlag. Du könntest sie wegblasen. Ich blase sie weg. Okay. Alle. Uns mit inklusive oder was? Nö, es ist schon so, dass ihr es schaffen könnt, euch nicht zu treffen. Das ist ja erleichternd zu hören. Schusswaffe, ja. Gewehr. Was hast du auf Internet? Er könnte es schaffen, euch nicht zu treffen. Okay, und was hat für Vera die Schrotflinte? Das kannst du mir mal zeigen. Das Karte. Mhm. Sieht es nämlich folgendermaßen aus, du musst quasi auf diese Distanzklassen das verteilen. Geh mal auf die letzte Seite, wo du diese Waffen hast. Du hast oh, hab ich das auch kompliziert noch gemacht mit den Distanzklassen. Scheiße, das dauert ja jetzt wieder Jahrhunderte, bis das durch ist, die Nummer. Auf der Seite, wo so Waffen eingetragen sind. Oh Mann, was ist eigentlich hier die ganze Zeit los? Hab ich das? Ja. Und Simon on the way schreibt da, übrigens über Twitter, dass er das Bier kriegen soll. Ja, ich hab's auch gelesen und hab mir kurz schon überlegt, trägst du jetzt ein? Ob man ihm nicht eins geben soll. Ja. Bitte ja. Schön, handwarm. Waffe ist egal. Ich habe so viele Waffen für mich. Was ist denn das? Für den Hinweis. ATN? Achso, ist Attacke Nahkampf. Ist Attacke, ich muss es einmal nicht sehen. Ich kann es nicht sehen, weil dein Hand davor ist.
Attacke, Nahkampf, Schaden. Ja, das ist nicht Schaden und du hast Attacke Distanzklassen, das ist wichtig für dich. Du musst diese Punkte, die du hast, quasi verteilen. Was ist dein Attacke? Ich hatte das hier auch auf die gesetzt. Da hatte ich halt vorher was 13. Da hast du 14. Das ist deine Attacke Distanzbasis. Nee, guck mal, das hatte ich gemacht wie Eddie. Ich hatte hier Punkte verteilt. Ja, eben, deswegen habe ich jetzt geändert. Ich glaube, Distanzen und Entfernung sind das Unlustige, was beim Pen & Paper gibt. Mich holt das auch nicht ab. Ich muss auch sagen, dass das so das ist, was mich auch oft von Dungeons & Dragons in privaten Abenteuern so abschreckt. Dieses, ja, ich habe 10 Fuß, 30 Fuß, ist halt bei kampfbasierten Abenteuern wichtig, aber bei uns ist das halt wirklich Quatsch. Ich hätte da halt schon viel freier. Also darum fühlt sich, glaube ich, dann auch einfach Morrigan Manor wie so ein extremer Schritt vorwärts an, weil das einfach viel besser auf diese Runde passt. Na, schnell. Deswegen habe ich hier rückgerechnet, habe ich 13. Okay, 13 ist dann Attacke Distanz, ja. Ne? Basiswert. Und du kannst diese zwei jetzt theoretisch auf die erste Distanzklasse, die jetzt gerade gilt, werten. Also wie war die Stimmung danach? Geht. Danach gehen eigentlich immer alle relativ schnell nach Hause, als die noch so lang waren. In den Pausen war das schon manchmal auch so, dass da halt wirklich Leute auch angefressen waren. Das liegt natürlich auch daran, wir waren halt auch alle einfach noch sehr neu da drin. Da fing halt auch dieser Erwartungsdruck so langsam an. Ne? Das Format wurde immer größer. Das wurde dann auch irgendwie so das größte Format auf dem Sender. Und dann wollten auch alle natürlich irgendwie glänzen in diesem Format und wollten, dass das cool wird. Das wird nicht unbedingt einfacher. So. Und dann ist natürlich als die in der Rolle eines Moderatoren sitzen da dann auch einfach vier Leute, die alle so das Gefühl haben, sie möchten jetzt auch performen und irgendwie das cool rüberbringen und so. Ja. Auf, was steht auf deiner Waffe? Müssen wir das hier in DSA finde ich es furchtbar. Ja, DSA-Kämpfe machen halt wirklich null Bock. Das ist halt super schade. DSA, die neuere Edition ist besser, habe ich gehört. Und wenn man das ein bisschen überarbeitet, dann geht das schon. Aber sonst DSA macht Kämpfen leider echt gar keinen Spaß. Meter, oder ja. Du gibst einen auf 5 und einen auf 10 Meter. Ja. Machen wir das für immer, oder was? Ja, für diese Waffe. Ich weiß nicht, ob die Leute... Also beide auf 5 Meter. Okay. Okay. Du hast jetzt 15 auf die erste Distanzklasse. Du schreibst hier bei Distanzklassen, schreibst du jetzt ein, schreibst du hier oben hin, 5 Meter. Wir haben ja Klamotten an. Darunter schreibst du dann einfach deine Attacke. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt... Dich haben sie ja schon ein paar Mal gezeigt. Jetzt musst du 15 oder weniger. Ist ganz schön zu sehen. Ist das dumm, ey. Auch wie lange das gedauert hat jetzt. Und das muss ich noch 20 Mal erklären. 15 oder weniger. Das vorstellen. Ja. Ey, der hat mich bisher nur enttäuscht, ne? Okay. Du Fick! Was war das? Ey! Okay, der Würfel ist schon mal weg. Was war das? Der muss auch wegbleiben. Das war eine 19. Das hat sich übrigens bis heute gehalten. Nils möchte nur mit seinem Würfel würfeln und er möchte auch nicht, dass jemand anders seinen Würfel benutzt. Müsste man darauf achten, das war jetzt im letzten Ultra-Core auch wieder. Er möchte auch nicht seinen Würfel abgeben und so. Der ist jetzt überzeugt davon, dass es gute und schlechte Würfel gibt. Alter, Eddie, du weißt, was das bedeutet. Ich hab den Fluch abgegeben. Nein, den will ich nicht haben. Wer will den haben? Jetzt werfe ich nicht. Ich nehme ihn gern. Okay, du drückst ab und trotz des eigentlichen Verfehlens triffst du ihn. Ist das nicht normal bei Würfeln? Echt, bei mir war das nie so, mir war das immer völlig egal. Den sind wir noch relativ passabel. Mach ich auch so. Okay, machen scheinbar viele so. Gebe ich aber auch schon recht. Mein Hanno auch. Da gebe ich Nils aber auch echt recht. Echt? Hattest du auch deine eigenen Würfel, Hanno? Ich weiß, es gab... Irgendwer hat mal eigene Würfel... Miriam hat, glaube ich, immer ihre eigenen Würfel mitgebracht. Aber Miriam hat auch mal alles gemacht. Miriam ist so die Traumspielerin. Also wirklich so... Wenn man Bock hat auf jemanden, der sich richtig vorbereitet, Miriam. Yes! Warum? Ja, hast du das kann ich dir nicht erklären. Nee, das ist Glück. Das darf ich dir nicht verraten. Einfach Karma. Gut. Und tatsächlich stirbt sofort. Das ist Hollywood. Ja, warte, würfel mal aus, dein Schaden, was hast du da bei der Waffe? 3W6 viel. Darfst du würfeln. 3W6? Ist schon gut, ey. Das ist halt relativ vage. Ah ja, ist klar, ey. Ja, kein Problem. 12, 15. Ich hole 10. Krass. Aber das tatsächlich, das mit den Waffen finde ich nicht schlecht, eben zu sagen, dass der Multiplikator ausmacht, wie gut eine Waffe ist. Ne? Also 3W6 ist erstmal schlechter als 2W6 plus 5. So. Weil einfach potenziell das zwar mehr sein kann, aber sicher hast du halt bei den 2W6 plus 5 mehr Schaden. Ich hau zu, verletzt mich selbst, der Typ würfelt 19 bei der Schrotflinte. Okay, der trotzdem. Zombie geht zu Boden, auf jeden Fall. Es ist ein Tod. Der vor dir liegt am Boden. Bitte. Ja. Hm? Okay. Ja, Moment. Weil da muss man jetzt natürlich auch fairerweise sagen, was ist das für eine Diskussion? Ob er mit einer blanken Faust mehr Schaden anrichtet als jemand mit einer Schrotflinte? War doch ordentlich. Wo waren wir? 15. Du bist dran. Ob ich zufällig weiß, ob es die Tiersbox mit dem Regelwerk nochmal geben wird. Nach meinem Stand gibt es keine Pläne, die zurückzubringen. Also ich glaube nicht, dass die nochmal kommt. Kann sein, dass es irgendwann mal passiert, aber ich habe da irgendwann mal nachgefragt, vor einem halben Jahr, da war aber Dennis auch noch da und hat noch den Merch gemacht. Da hieß es, nee, kommt nicht wieder.
Ich kann natürlich nochmal nachfragen, aber das Ding ist, dass die Mindestauflage, glaube ich, immer, damit sich das halbwegs lohnt, das zu machen und kein Verlust ist, muss man immer 5000 Stück machen oder so. Und ich glaube, es war einfach nicht mehr das Vertrauen in diese Box da, dass man nochmal 5000 Stück verkauft kriegt. Und irgendwann ist dann einfach auch so, dass man sagt, ja, jetzt ist dann halt gut gewesen. So. Kein Bock mehr. Oh, ich hätte jetzt auch gerne Käsespieß. Ey, fuck dich das Original gerade ab, dass ich das Zombie getroffen habe. Ja, fuck jetzt ab, dass er nicht alles mehr mit einem Schaden nehme. Nein, dass ich mehr Schaden nehme, als ich austeile. Keine Handschuhe. Mit dem Messer kann ich auch keinen Schaden machen. Ich bin im Prinzip plötzlich, dank dir, von einer Kampfmaschine reduziert zum doppelten Lotschen. Wann warst du? Vor allem von mir reduziert ist natürlich erstmal ein Punkt. Ich bin bei ihm, dass er einfach zu wenig Schaden macht. Da gebe ich ihm hundertprozentig recht. Es ist natürlich jetzt auch wirklich schwach, on air so zu tun, als wäre das komplett meine Schuld, dass er nicht weiß, wie man seinen Charakter spielt. Aber ich gebe ihm recht, dass sein Charakter da zu schwach war, ja. Zu deiner Kampfmaschine. Wie noch schon, nie! Schon immer! Du verkackst jeden Kampf, weil du nie Handschuhe anhast. In deiner Welt. In deiner Welt. Das ist halt der Punkt, warum er bei jedem Kampf so frustriert ist in Tears. Weil ich ihm halt versucht, als hätte ich ihm auch klarer kommuniziert. Also, du bist kein Navy SEAL, Alter. Du kannst nicht rum. Niemand von euch ist ein Superheld. Ihr seid normale Leute. Und das war halt schwach. Ich hätte mit einer Anfängerrunde sagen sollen, ihr seid geile Typen. Das hätte einfach mehr Spaß gemacht. Ich habe ihnen halt Spaß genommen, indem ich sie so realistisch halten wollte. Frag dich eben, trittst du oder schlägst du? Und du weißt, dass wenn du schlägst, du Schaden kriegst. Und du sagst, ich schlag. Ja, weil ich. Ich hab das gesagt, dass du Schaden kriegst. Ich hab dich sogar gewarnt. Ich sag dir, wie du spielen sollst. Und du machst das Gegenteil. Ja, aber ich hab und doch dann beschwerst du dich aber bei ich mir. Hab doch hier meine Kampffaust. Tritt den verfickten Zombie! Ich hab meine verdammte Kampffaust! Und tritt den verfickten Zombie jetzt! Aber gilt dann auch. Es ist aber immer noch freundschaftlich. Kampffaust? Natürlich, das ist Waffen, Mann! Das ist doch scheiße, verfickte Waffen, Mann! Ja, dann sag das ist doch Kampfkunst. Kunst, hab ich eben gesagt. Dann hab 16, würfel jetzt einfach, schaff einen Bauer! Jetzt bin ich aber ein Arsch, jetzt bin ich zu gemein. Das ist jetzt einfach gemein. Das ist aber auch die fehlende Ordnäherfahrung. Da habe ich dann das Lachen der anderen zu sehr als Zuspruch genommen. Das ist ein Ticken drüber. Unfassbar. Ja, da steht Kampffaust. Also macht Eddie jetzt gut, dass er das jetzt auch weglacht und wieder runterkommt und so, hat er jetzt schon gut gemacht. Aber das ist immer nicht nett. Ich finde immer blöd, wenn man seine Mitspieler als dumm darstellen, ist einfach immer schwach. Es ist doch klar, dass ich da nicht trete. Ich bin ja beide ein bisschen recht. 6 plus 3, wenn du trittst und Schuhe anhast. Bam, Junge! Und dieses jetzt hat er 2 W6 plus 3, was halt viel mehr Schaden ist, ne? Ist halt schon 60. Getroffen! Ja? Echt? Ja, du darfst 2 W6. Warte, erst muss ich gucken, ob er pariert. Der pariert! Der darf nur von einem W20 1 und 2 pariert. Der pariert halt, glaube ich, wirklich nur mit einer 1 oder einer 2, so ein Zombie. Der wirft eine 2! Okay, er weicht dann. Oh, warte. Er weicht dann den Balls. Ich muss kurz was machen. Weil er kann jetzt auch beißen. Die können beim Parieren auch noch beißen. Special Model. Ah, okay, nee. Okay, er pariert nicht. Ah, wie jetzt? Ja, nee, ist. Es kommt ist hier ein ah, was war denn da noch? Weiß ich gar nicht. Da war aber irgendwas, warum er nicht pariert. Ach, weil die Dinger, die mussten ihre Parade bestätigen, die Zombies. Das habe ich irgendwann mal so gemacht, weil das einfach so wenig Sinn macht, dass die parieren. Deswegen mussten die, glaube ich, ihre Parade bestätigen und er hat seine Parade nicht bestätigt. Bisschen wechselbar der Gefühle gerade, mein Freund. Tut mir leid, er ist schon angeschlagen, deswegen pariert er nicht. Du darfst Schaden auswürfeln. 2d6 plus 3. Du hättest ihn doch ruhig parieren lassen können. Ach genau, dann kriegen die einen Malus. Das wäre ja, witziger, der Fuß rutscht aus und ja, das war das Ding. Weil der schon mal getroffen wurde, kriegen die Malus auf ihre Parierenwürde, die Zombies. Du hast aus Versehen doch Fäuste und du verletzt dich selbst. Plus 3, 12. Er geht zu Boden. Ja. Allererste Aktion. Wie schnell das auch ist. Etienne Gade trifft! Durch den Schuss. Es war so klar. Lock ich mehr an. Werden natürlich alle trauern, wenn man im Umkreis von einer Milliarde Kilometer. Aber nein, das ist geil, weil die verlassen nämlich jetzt den Eingangsbereich. Ja, aber die kommen auf uns zu. Ja, wir haben Auto, da steigen wir jetzt ein. Hallo, wer sagt denn, dass der rote Opel... Das hat die Regeln gebogen. Ich glaube, das war tatsächlich wirklich so vorgesehen, dass wenn die Trauernden schon mal getroffen waren, dann... müssen die, jeden Wurf ist dann 50% schwerer für die oder so, weil die halt einfach auch, die waren viel zu stark im Ersten. Im Ersten war das wirklich, jeder Kampf war so saugefährlich. Und dadurch, dass ich die Jungs auch so schwach gemacht habe, durften die Zombies einfach nicht so stark sein. Als allererste Aktion, ganz schnell,
hier. Wechseln wir. Gib mir deine Stichwaffe, da habe ich gar nicht. Ich sag's nur noch nicht jetzt. Die beiden machen. Trauernden leben noch, ne? Ich weise euch nur darauf hin. Diese ja, der tauscht sich schon zu Ende. Okay, ich check im Auto, ob der Schlüssel steckt. So. Okay, ihr kriegt's. Hier, Handschuhe, mein Freund. Okay, ja. Ja. Wenn die hier irgendwelche Trades machen, sonst hätte ich die Schuhe an die Hände gezogen. Im Auto stecken, wir das benutzen können. Mit Stiefeln zugehauen. Was möchtest du von mir? Nils? Ich möchte checken, ob dir das Auto benutzen können. Ob der Schlüssel steckt. Einsteigen. Ja, ich steige ins Auto ein und check. Abgeschlossen. Ich schlage. Nein, tu's nicht. Die Scheibe ein. Oder? Tritt, wenn überhaupt. Ich trete das. Ich nehme das Bleirohr und schlage die Scheibe ein. Ist das ein Bleirohr? Ja. Aber das ist ja wohl echt billig. Das kriegt okay, ja wohl auch nicht. Ja. So, und. Ist kaputt, die Scheibe. Boom. Und ich weiß, wie ein Auto funktioniert. Ich öffne. So, geh da rein und gelenk dir. Ob du steigst ein. Ist da der Schlüssel zu. Hau dir schon noch rein. Ist er, aber ich gucke auch, ob der so. Ich guck nach dem Schlüssel. Herr Senna, ich glaube, du wirst gesperrt automatisch, weil du zu viele Emotes verwendest, glaube ich. Also jetzt meine einzige Erklärung. Das ist, ob der auf dieser hier auf dem kein Mensch weiß, wie es heißt. Sonnenblende. Da ist jetzt kein Mensch oder was? Da ist gar kein Schlüssel vorhanden. Aber links ist nicht auf der Sonnenblende. Links, ja, ich guck. Ja. Da sind noch mehr Fächer. Ja. Herr Röder! Ja. Ah nee, du hast schon richtige Timeouts bekommen. Ich weiß jetzt auch nicht, müssen wir jetzt nicht, aber ich habe hier einen Mod-Kommentar zu dir, der auf dein Verhalten in anderen Chats hinweist. Das ist vielleicht ein ganz netter Punkt, das mal zu erwähnen. Uns ist schon bewusst, dass wenn ihr euch woanders irgendwie, wenn ich zum Beispiel einen Kanal raide oder so, dann sehen wir schon auch, wie ihr da euch benehmt. So. Hier ist ein Mod-Kommentar, der sagt, dass du woanders spammst. Ich weise dich nur darauf hin. Und du hast schon zweimal einen Mod von einem Mod ein Timeout bekommen hier auf dem Kanal. Die kann ich jetzt natürlich, müsste ich jetzt in die Logs gucken und so. Ich weise dich nur darauf hin, du hast jetzt bisher immer nur Timeouts bekommen. Das ist ja immer nur so ein Hinweis, ey, was du jetzt gerade geschrieben hast, war irgendwie nicht cool. So. Sieh es als konstruktiven Vorschlag, hey, überdenk ein bisschen, bevor du was schreibst, ist das nett, ist das angebracht oder spamme ich vielleicht gerade den immer gleichen Post. Ansonsten, wie gesagt, das ist jetzt wirklich einfach nur das so. Es ist einfach nur ein Timeout. Du hast jetzt keinen Bann gekriegt oder so. Mods sind überbewertet, sprach er und bekam dafür einen Timeout. Von mir. Ja! Schauen Sie mal links, da in diesem ja? Fach für die 1-Euro-Münze. Nee, also jetzt mal im Ernst. Das ist wirklich jetzt einfach rein konstruktiv. Ne? Keine Ahnung, du hast halt zweimal ein Timeout bekommen. Das eine Mal war von einem Bot, weil du irgendwie Links gespammt hast oder weiß ich nicht, irgendwie vielleicht in Caps geschrieben, kann alles zu lange her. Einfach grundsätzlich ernst gemeinte Rat, einfach so gucken, wie benehme ich mich, was hier in der Regel einfach rausgehauen wird und warum es jetzt ein Timeout für die Aussage gibt. Für jede Aussage, die öffentlich meine Mods kritisiert, die einfach nicht sachlich ist, gibt es ein Timeout, weil meine Mods das hier freiwillig machen und ich möchte, dass die als Personen angegriffen werden. Das finde ich einfach blöd. Konstruktive Vorschläge zur Verbesserung des Modverhaltens oder wenn man das Gefühl hat, ich werde ungerecht behandelt, so wie du jetzt zum Beispiel in dem Fall, kannst du halt sagen, ey, ich schreibe das an den Hausgeist im Discord und dann sehen wir das alle. Also dann ist es auch nicht so, dass das der Mod dann löschen kann schnell oder so, der davon betroffen ist, können wir alle sehen. Und ansonsten einfach grundsätzlich Beleidigungen, dann unaufgeforderte Bewertungen des Aussehens anderer Leute, die willkürlich irgendwie im Stream erscheinen. Das wird meistens auch rausgehauen, Spam wird rausgehauen und so. Insgesamt wird hier verhältnismäßig wenig moderiert. Ist ein ernst gemeintes, also sage ich nicht nur so flapsig dahin. Wenn du findest, dass du hier zu viel moderiert wirst, dann liegt das wahrscheinlich eher an deinem Verhalten, weil hier wirklich wenig eingegriffen wird im Verhältnis dazu, wie viele Leute hier chatten. Und dann sehe ich das rein konstruktiv wirklich so, überdenk das doch mal oder komm auf uns zu im Discord und sag, ey, was ist das Problem mit meinem Verhalten, wie kann man das vielleicht verbessern? Und wie gesagt, ein Timeout ist halt auch nur ein Timeout, ne? Nach ein paar Minuten bist du halt wieder dabei. So, das. Manchmal hilft das, glaube ich, Leuten, um einen Moment runterzukommen und zu verstehen, das war irgendwie jetzt nicht cool, was ich gemacht habe. Manchmal empfinden Leute das als eine ungerechtfertigte Bestrafung. Das Ding ist, ja, sind halt 10 Minuten, die du keine Nachricht schreiben darfst, ne? So.
Das ist eine gute Idee, Schmorf. Ich schaue in... Ich finde das so gut. Ja, da ist er. Da ist er. Herr Schmorf. Er ist im Linksimpfer. Ich habe ihn. Euro-Münze. Da tue ich ihn bei meinem Helikopter auch immer hin. Okay. Ich setze mich auf den... Die Zombies wackeln sich. Ich öffne die Tür. Ich bräuchte jetzt jemanden, der einen Führerschein hat, der jetzt ins Steuer setzt. Ich... Wegen der Polizei. Wegen der Polizei. Ich möchte... Das ist gar nicht so viel länger, weil es die anderen... Also, die Spielzeit in den alten Pen and Papers, habe ich auch den Eindruck, war nicht so viel länger. Das ist halt wirklich auch einfach diese Masse an Diskussion, die das so lang zieht. Was die spielerisch erreichen, ist kein bisschen mehr. Die sind am Haus gestartet, haben den Händler getroffen, sind jetzt am Bunker. Die haben noch nicht mal nicht zwei Situationen bisher in diesen über eine Stunde, also fast eine Stunde Spielzeit gemeistert. Und, lade alle ein, bitte schnell ins Auto zu steigen. Das Problem beim Opel Corsa vom Jahrgang 94 ist ja, dass er kein Viertürer ist. Das heißt, wir müssen die Vordersitze nach vorne... Es gibt auch viertürige Opel Corsas. Sind das ein Viertürer? Ich glaube nicht. Es ist ein Viertürer. Ja. Er ist ein Viertürer, deshalb können wir alle ganz einfach einsteigen. Das wollte ich nur kurz sagen. Ja. Auch keine Spannung. Oder Einwand. Ja. Also, fährst du, weil ich habe die Idee. Besser ist es. Fahren, du fährst, ich steige dann später bei voller Fahrt aufs Dach, springe dann auf den Bunker, weil ich erklären kann. Du möchtest aufs Dach steigen? Nein, später, sagte ich extra. Wenn wir erstmal steigen, wir alle ins Auto an und Eddie fährt, Stanley fährt. Die gehen jetzt auch gar nicht rein, ne? Die hauen jetzt einfach ab, weil die halt diesen Schuss abgefeuert haben, müssen die jetzt einfach weg, richtig? Gut, ich fahre los. So, also die haben jetzt auch gar nicht mit den Leuten interagiert. Ich habe eine sehr gute Idee. Aha. Wir fahren. Die Trauernden schaffen es fast schon, sich wieder aufzurichten. Ja, pass auf, wenn wir jetzt aber wegfahren. Ich warte nur kurz, steigt ihr alle ein. Ja, steigt alle ein. Schmorf? Ja, steigst du ein? Pass auf, wenn wir laut hupen und wegfahren, dann locken wir die alle weg. Erstmal über die anderen. Soll ich sagen? Also jetzt einmal, damit da im Chat nicht diskutiert wird. Eine gelbe und eine rote Karte. Du kriegst einen Timeout, wenn du dich daneben benimmst. Punkt. Du brauchst... Wir sind dir doch keine Verwarnung dafür schuldig, dass du dich falsch benimmst. Die meisten Leute, die ihren Timeout kriegen, tragen nach den Regeln normal so sozialer Interaktion über die Stränge. Und wenn du das dann noch nicht verstanden hattest, dann hast du es ja dann verstanden, was das Problem ist. Und wenn nicht, kannst du ja nachfragen. Warum habe ich einen Timeout bekommen oder so? Das wird aber nicht öffentlich im Chat gemacht, sondern das kannst du ein Ticket schreiben oder kannst halt im Discord nachfragen. Und das finde ich einen ziemlich normalen Umgang. Ein Timeout ist ein Timeout. Mehr auch nicht. Dir wurde nichts weggenommen. Überfahren schnell, bitte. Bevor die aufstehen. Okay, kurz Rückwärtsgang. Über die beiden, die am Boden liegen. Knicknack. Oh, das ist gefährlich. Der Wagen springt tatsächlich an und du schaffst über die drüber zu fahren. Es ist nur cringe, wenn man gegen was verstößt, was man nicht weiß, wenn man nicht neu ist. Naja, erstmal, was ist denn eine Regel, die man hier nicht kennen sollte? Dass man keine Leute beleidigen darf? Das wusste man nicht. Das wusste ich jetzt nicht, dass ich hier nicht irgendwelche Leute Sacklaus nennen darf. Das wusste ich jetzt nicht. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass hier mal jemand ein Timeout für was bekommen hat, was nicht völlig naheliegend ist. Also das Einzige, was manchmal Leute vielleicht überrascht ist, wir löschen Nachrichten, wenn Leute negativ über das Aussehen von Leuten reden, wenn das gerade nicht Thema ist. Aber dafür kriegst du auch keinen Timeout, wenn das nicht völlig unzivilisiert ist. Wenn du jetzt, keine Ahnung, schreibst, da sieht Eddie aber alt aus, dann entfernen wir die Nachricht. Dafür wirst du wahrscheinlich keinen Timeout kriegen. Aber sobald wir morgen... Backseat Gaming? Nee, da kommt immer nur der Hinweis, das ignoriere ich. Für Backseat Gaming ist einfach, das ignoriere ich einfach nur. Anlässt du es? Bing! Für die Reserve. Für die was? Für die Reserve. Oh, Sprint, wir müssen tanken. Ja, also, ey, ganz ehrlich. Ist ein Diesel. Selbst wenn. Ist ein Diesel. Genau, auch nochmal der Hinweis übrigens, ne? Bevor du hier was schreibst, kommt da so ein kleines Pop-up. Da stehen halt auch Regeln drin, ne? Wenn man das schnell wegklickt. Das 50 Kilometer schafft man locker, wenn die Reserveanzeige blinkt. Das heißt, als ihr rückwärts fahrt, seht ihr plötzlich, wie die Frau von eben auf dem Dach wild winkt. Sie scheint es aus dem Fenster geschafft zu haben. Sieht Hauke aber gut aus. Ja, verstanden, so funktioniert es. Relativ nah an euch. Also Schmorf breitet die Hände aus, wie so ein riesiges Trapez, und dann ihr sagt halt springen. Vertrau Schmorf, oder? Wie, du sitzt in einem Auto. Ja, die landet auf dem Dach. Na, ich dachte, dann... Ach, die holen die jetzt doch noch ab. Die Idee ist halt wirklich nicht dumm. Sie haben jetzt Jahrhunderte diskutiert, machen jetzt das, was Budi am Anfang im Grunde vorgeschlagen hat, mit ein bisschen Improvisation, weil sie geschossen haben. Also jetzt grundsätzlich nicht schlecht, was sie vorhaben. Wie stellst du dir das vor? Also, naja, Auto, spring! Gibt's da bei diesem Audi Pan 80 Opel Corsa, gibt's da oben ein Dach? Also gibt's da ein Schiebedach. Schiebedach? Nichts an Audi Pan 80 hat gestimmt. Ja doch, der hat so ein Sonnendächler. Also wie heißt denn das? So ein kleines Schiebefensterchen, weißt du?
Also okay. Ja, aber naja, da passt Schmorf nicht durch. Nein, das ist, nee, das wusste ich ja nicht. Ich dachte, fälschlicherweise, es wäre Caprio. Aber die Frau könnte nach eurer Einschätzung da theoretisch durchpassen. Aber ich rufe auf jeden Fall rüber. Da kam kein Pop-Up. Du hast aber schon mal auf Twitch geschrieben. Da kam jetzt nur deswegen kein Pop-Up. Aber da kommt ein Pop-Up. Wenn du das erste Mal auf Twitch was schreibst, kommt ein Pop-Up, dass ich darauf hinweise, dass du keine Leute beleidigen sollst und so. Kommen Sie! Sie scheint näher zu kommen. Also sie steht jetzt wirklich an der... Wenn die vier da so oft am Diskutieren waren, wie oft hast du für dich gesagt, meine Fresse, was esse ich morgen? Nee. Ich habe schon immer versucht zuzuhören. Das Ding ist, ich habe jetzt hier... Das ist jetzt, glaube ich, der Teil, den ich als Spielleiter bisher am schlechtesten gemeistert habe. Auch so, dass Eddie so vorführen war einfach auch persönlich unprofessionell nicht schön und so. Auch nicht so gut gespielt. Hätte ich ihm mehr Spielraum geben können. Da war ich sehr genervt und so. Und das ist einfach ungerechtfertigt bei so Anfängern. Also sie steht an der Kante. Mit den Schlafsäcken und dem Verbandsmaterial. Ja, zumindest die Schlafsäcke seht ihr. Und wir sagen, schmeiß die Schlafsäcke! Die Beratungsresistenz eines sechs Navy Seals gepaart mit der Sturheit eines Unterwäschemodels. Take one for the bean. Das ist ein neues Foto von dir. Aber ganz, oder? Ich möchte das an der Stelle mal sagen, ganz so, ehrlich, so ein bisschen verstehe ich mich schon. Weißt du, das The Rock oder so? So verstehe ich mich halt schon. Ich bin halt ein Durchschnittstyp. Dwayne The Rock fucking Johnson. Also, nur dass wir mal auf einer Ebene sind, wie wir ja, uns. Ja, egal. Weiter geht's. So. Also, steht auf dem Dach. Ihr seid gerade rückwärts. Dann fahre ich jetzt dahin. Währenddessen, wer sitzt vorne? Du? Ja, ich. Geronimo Röder öffnet es. Ich öffne meine Hose erst, dann das Dach. Gut. Erst die Hose, dann das Dach. Ist ja auch vielleicht hilfreich, weil sie dann noch gezielter abspringen. Okay. Und fahren dann genau mit rasenden Reifen an die Stelle, wo sie am Dach steht. Okay. Und rufen dazu, spring ins Dach! Ihr nietet auf dem Weg dahin auf jeden Fall noch zwei, drei Trauer. Zwei, drei. Ja. Und das sie springt ab und sie schafft es tatsächlich, auf dem Dach zu landen. Dank der Arme, die du ihr entgegenstreckst, fällt sie auch nicht runter. Sie was gleitet sanft auf meinen Schoß. Sie liegt so halb auf dem Nein. Dach. Nein! Und die Trauernden kommen näher. Also es ist auf jeden Fall eine Gefahr da, denn ihr steht gerade. Habe ich da von unten das Höschen gesehen? Nein. Das jetzt, da weiß ich aber auch noch, selbst wenn ich zurückdenke, dass das auch so eine Richtung ist, in die ich einfach auch nicht gehen wollte. Nur eine Frage. Die hat eine Hose an. Ach, eine Hose. Hä? Leute. Wie hä? Nur weil sie in deiner Fantasie einen kurzen Rock hatte trägt, hat sie einen kurzen Rock an. Hattest du das nicht gesagt? Nein. Na gut. Das ist auch so krass. Habe ich das gesagt? Habe ich irgendwann mal gesagt, dass die einen Rock anhat? Weil dann ist es wirklich ein Uff-Moment. Ja, der Auftritt von Uffmann so. Oh, das würde ich so... Oh Gott, das ist so traurig! Also, wo sitzt sie denn jetzt? Lassen wir sie rein? Hattest du das nicht gesagt, dass sie nackt und heiß auf mich ist? Nee. Oh, also, das ist jetzt zwar ein bisschen gemein für Eddie, aber das ist dann auch schon ganz gut, wenn man sowas dann mal eine Sekunde vorführt. Weil das ist schon unangenehm. Das ist schon ein Moment, wo man einfach über eine Geschmacksgrenze geschlägt. So. Nee. Du hattest das Spiel gebracht, ja, dass wir sie sehr attraktiv finden. Schmorf? Ja, naja, sie ist jetzt auf dem Dach. Das ist eine Rechtfertigung. Sie ist jetzt so halb, liegt sie auf noch nicht. Ja, okay, dann steigt schon ins Auto. Das Problem ist, ihr habt halt einen Verantwortung. Nee, also die Trauern sind wirklich nah an euch. Also okay. Ihr könnt auch schon. Ja, aber die kann doch jetzt einfach durchs offene Dachfenster klettern. Aber die Trauernden kommen näher. Ich weise euch nur auf die Situation. Okay, gleite doch bitte durchs Fenster. Ah. Sie versucht es heranzuklettern. Jetzt lass uns damit nicht lange aufhalten, lass uns fahren und in Frieden die Frau dann entscheiden lassen, mit wem sie von uns vögeln will. Und ja, sie soll erstmal ins Auto kommen. In dieser Gefahr schon bedrängen, finde ich. Ja, das ist dein. Ich würde auch vorschlagen, fahr schon mal los und wir. Okay, er hat einfach versucht, in ihrer Sprache mit ihnen zu sprechen. Wir versuchen gemeinsam während der anfahrenden Fahrt. Das Problem ist, derjenige von euch, der dafür verantwortlich ist, aufs Gas zu treten, ist der Einzige, der noch nicht gesagt hat, dass er fahren möchte. Ich lasse ihn nicht mehr ans Steuer, ey. Der erste Trauernde greift jetzt nach dem Bein der Frau. Und sie zappelt wie wild und versucht, ins Auto zu kommen. Was denn? Kannst du bitte losfahren? Okay, ich gebe Gas. Okay, ja, aber als du Gas gibst, knallt der Trauernde mit Vollschmackes gegen den Bunker. Und der Wagen, der kleine, sehr süße und sehr gut aussehende Corsa. Jetzt pass auf. Na, so gut sehe ich nicht mehr aus, ziemlich runtergekommen. Schiebt sich so langsam durch die Massen der Trauernden, die herangepirscht sind. Und ihr schafft es, die Straße herunterzubrettern. Währenddessen klettert die Frau ins Wageninnere. Ja, und das ist nämlich jetzt ziemlich interessant. Weil hinten sitzen nämlich drei Männer, einer davon nackt, in der Mitte. Ich bin auf dem Wagen. Sie sitzt in der Mitte von den beiden Männern auf der Rückbank. Okay, damit kann ich mich... Zacharias und der nackte Schmorf. Damit bin ich einverstanden. Ey, ich wollte ganz kurz... Das ist eine ganz... Oh, die Arme.
Nein, sie sitzt im Auto. Pass auf. Ja, stellt ihr mir jetzt grundlegende Fragen über die Flachlegbarkeit dieser Frau? Nein, oder? Was ich sagen will, ist, ich fahre ja selbst einen Opel Corsa mit Schiebedach. Ja. Und das ist nicht in Höhe der Rückbank, sondern das ist in Höhe der beiden Vordersitze. Aber sie hat sich nicht auf deinen Schoß gesetzt. Ja, aber ich habe sie doch mit den Armen so. Sie ist über die Mittelkonsole. Du fährst aber an zwei Türen. Dass ihm auch nicht klar ist, dass ich natürlich nicht möchte, dass sie sich auf seinen Schoß setzt, weil er gesagt hat, ich mach die Hose auf und so. Es ist halt, was soll ich denn da tun? Leute, ja, ehrlich, ernsthaft, fahren wir kurz zum Jeep. Ist es möglich, beim Jeep nochmal vorbeizufahren? Nein, das sind also sie ist gerade ins Auto gestiegen. Bitte, es wäre einfach logisch, jetzt erst einfach sie anzusprechen. Ja, weil ich kenne sie halt noch nicht. Keine Sorge, okay, ihr könnt auch ein Jeep. Hast du den Schlüssel vom Jeep? Ich fahre erstmal mit dem Auto aus der Gefahrenzone. Weg. Nein! Da steht ein Jeep und sie hatte den Schlüssel. Möglicherweise war der Schlüssel für den Jeep. Das heißt, wir fahren zu dem Jeep. Oh Mann, Jungs! Ich bin total am Ende! Oh, lass sie draußen. Okay. Nein, wir haben Nerven! Ihr glaubt nicht, was ich durchgemacht habe. Das ist mir, glaube ich, auch, da habe ich spontan halt drüber nachgedacht, dass jetzt einfach die einzige Möglichkeit, wie diese Jungs jetzt nicht die absolute Horrorsituation erzeugen, ist, dass dieser Mensch der nervigste Mensch aller Zeiten sein muss. Hier sind die Schlafsäcke und drückt euch die Schlafsäcke wirklich so ins Gesicht. Euch beiden. Oh Mann, okay, Hast du den Schlüssel für den Jeep? Den Schlüssel? Oh Mann, sorry, Boys. Oh, ich nehme mein Klebeband und tape ihr den Mund zu. Ich hab nur Klebeband. Du hast auch hier. Okay, und wenn ihr so weiterfahrt, kommt ihr plötzlich an eine Brücke und auf dieser Brücke steht ein Kleinwagen, so ein Kleinbus. Als der Kleinbus euch zu sehen scheint, gibt der Fahrer Gas. Verfolgungsjagd. Die Frau reißt sich das Klebeband vom Mund und schreit: Shit, wir sind am Arsch! Ende Pen and Paper 2. Och, jetzt komm mal! Das hätte halt auch so viel geiler funktioniert mit Soundeffekten und so. Ne? Das hatten wir halt alles damals noch nicht. Aber so mit dem Auto-Soundeffekt und keine Ahnung, das kam ja alles erst später dazu. Nee. Fuck you! Ey, wir hatten die Chance. Ja. Wir hatten immer noch. In einem kleinen Mini Popel Opel Corsa zu sitzen, während ihr euch die ganze Zeit nur um die Frau fucking in der Die eindeutig auf mich steht. 14% Charme. Die eindeutig auf mich steht. Wir haben die Chance, in einen richtig großen Jeep reinzugehen. Sie hat den Schlüssel nicht dabei. Sie ist schuld. Hallo. Abgesehen davon, Entschuldigung, dass ich meinen Charakter spiele, so wie er ist. Denn da steht Lustmolch. Ich bin Sklave meines Charakters. Es ist keine Wahl, die ich habe. Ja, aber naja, also da bin ich aber auch... Ich habe die sozialen Aktivitäten in Klammern Bumsen plus 3. Und das steht hier. Hast du dir das selber hingeschrieben? Ja, so, ich verhalte mich charaktergetreu. Und ich habe außerdem noch schmutzige Finger. Warum seid ihr jetzt eigentlich alle so wütend? Schmutzige Brustfinger. Ich weiß nicht, warum wir schreien. Ich weiß es auch nicht, weil ihr die Frau nicht flachlegen konntet. Ja! I don't know what we're yelling about! I love lamp. Okay, also, es war sehr schön. Zusammenfassend, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr witzig und ich bin absolut begeistert über auch die Interaktivität und wie sehr die Leute mitgemacht haben. Wir haben selten so wenig Bilder, so viele geile Sachen eingesendet gekriegt und es war auch sehr unterhaltsam. Stimmt, Moment, die Frau ist jetzt zusammen mit zwei nackten Männern und einem Pavian im Rucksack. Nur, dass das alle jetzt irgendwie... Na, den Pavian habt ihr nie mitgenommen. Was? Den habt ihr nie mitgenommen. Den Pavian? Den hat er den hab ich im Rucksack. Ach so, dann hab ich den mitgenommen. Okay, dann warte, ich schreib dir den Rucksack. Das ist meine Geheimwaffe. Die kommt doch. Pass mal auf, der Pavian wird noch seinen Tag haben. Radioaktive, verseuchte Pavian. Na gut, dann lassen wir es mal durchgehen. Pavian-Rucksack. What the fuck? Was hat jemand gesagt? Wir haben selten so wenig Bilder bekommen. Habe ich das aus Versehen gesagt? Das ist meine Gabi, dass das alles sehr unterhaltsam gemacht haben. Wir haben selten so wenig Bilder, so viele geile Sachen. Achso, ich wollte natürlich sagen, so viele Bilder bekommen. Wir haben mich versprochen einfach. Den hat er im Rucksack. Achso, dann hab ich den mit. Okay, dann warte, ich schreib dir den Rucksack. Das ist meine Geheimwaffe, die kommt doch. Pass mal auf, der Pavian wird noch seinen Tag haben. Radioaktive, verseuchte Pavian. Der Tag ist Pavian. Na gut, dann lassen wir es mal durchgehen. Pavian-Rucksack. What the fuck? Hier, Pavian-Rucksack. Hier. Batman-Pavian-Rucksack. Ich wollte gerade sagen, das so, ist ein aber Rucksack. Dazu Pavian zurückkommen. Und da, ey, ist das lustig. Um dazu zurückkommen, es hat sehr viel Spaß gemacht, es war sehr cool. Ihr habt auch sehr cool mitgemacht, wir haben, glaube ich, den Zeitplan wieder... Wie viele wir in dem Raum waren? Regie waren immer so 4-5 Leute und zu der Zeit haben auch Leute im Raum noch mitgeguckt manchmal. Social Media war gesondert, da saß Dennis dann so am Rand und hatte so 2 Laptops. Dann noch Kamera, das waren nochmal, und Assistenz, da waren irgendwie so 12, 13 Leute im Raum oder so. Ja, sehr cool eingehalten und es kommt...
Aber bitte, sagen wir 10. 10 Leute waren da wahrscheinlich so im Raum. Auf jeden Fall folgt noch so ein cooles Was wäre wenn, weil ich ja noch so 2-3 Sachen auf dem Zettel habe, die nicht passiert sind. Und es hat super Spaß gemacht und damit verabschieden wir uns, glaube ich, auch. Echt? So schnell oder was? Ja, weiß ich nicht. Ich habe noch Diskussionsbedarf. Ich will in den Jeep. Es ist nicht möglich. Gebt dir das alles für den Talk danach auf. Die Frau hat's verkackt. Vielen, vielen Dank für eure Beteiligung. Es war ganz großartig. Ich bin mehr als stolz auf euch und auf das, was wir hier auf die Beine gestellt haben. Und bedanke mich noch zum 1000. Mal. Und danke auch an euch vier. Und danke an alle, die hier sind. An alle, die hier sind. Logisch. Oh Gott, fast vergessen. Die geilen Inserts, die geilen Schnitte, der Sound. Die Kamera und das Rumstehen und so ein Bier trinken. Danke, Gunnar. Also, macht's gut und vielen Dank für alles. Hoffentlich sehen wir uns so schnell wie es geht wieder. Tschüss! Ja, krasser Abend. Da war was los. Alter Schwede, ey.